So, wir fahren Mazda, Leute. Mal gucken, was passiert. Und dann zeige ich euch was. Ja, dann stelle ich den Stream ja wieder auf Stumm. Ja. Sonst heißt Ich es, bin, ich glaube kann ich, nicht mehr relativ Mazda. laut im Stream. Wer ist laut? Ich. Für mich seid ihr alle gleich laut. So. Bitte funktionier. Oh, großes Spiel. Bitte funktionier. Warum ist Frank jetzt gegangen? Was ist ihm zu viel? Ist er wieder? Da bin ich wieder. Willkommen zurück. So. Ihr könnt hier gar nichts lesen, ne, auf dem Bildschirm. Das ist nicht schlimm. Passt mal auf. Scharf. Ja! Ich habe eine gute Lösung gefunden, wie ich das jetzt mache. Ich meine, ich kann es immer noch nicht lesen, aber ich könnte es rein theoretisch, wenn es ein ganz klein bisschen Anst größer wäre. anstatt den mittleren hier rauszuholen, aus diesem Triplett an Sachen, dupliziere ich jetzt einfach den und das Duplizierte stecke ich in die Capture-Karte. Dann ist das nämlich immer, dann muss auch nicht der Capture-PC an sein, damit das funktioniert, sondern wenn der Capture-PC an ist, geht einfach nur das Duplizieren dieses Bildschirms an. Wow. Ein Nice. cleverer Kniff, nicht wahr? Ja. Ja, ist aber gerade wenn du am Ende vom Rennen in den Statistiken bist, wirklich extrem praktisch. Oh, aber es funktioniert noch nicht ganz so, wie ich das möchte, wie ihr gerade seht. Ja. Oh je. Der Theorie war es eine geniale Idee. Warum ist Ich das denn vermute auch, dass jetzt es schon, so? ich vermute auch, dass es schon funktioniert hat, sonst hätte der Micha uns nicht das zeigen wollen. Ja. Ah, verdammte Naht. Da stimmt was jetzt wieder nicht mit dem primären Monitor, das ist alles. Musst du heute auch an dich denken. Meine Monitore haben heute angefangen, jedes Mal, wenn sie in den Schlafmodus gehen, und das gehen sie erschreckend schnell, wenn ich dann wieder anmache, alle Fenster auf den rechten Bildschirm zu schieben. Das soll ja auch nicht Das so sein, ist, ne? ja, wenn du arbeitest und ungefähr 20 Fenster offen hast, auch unglaublich Spaß, die alle wieder zurückzuziehen. Ja. So, die Setup-Streams mögt ihr ja am liebsten. Ah, Bilder, Videos, Dokumente, Dokumente. Oh, da könnt ihr jetzt zugucken. Da ist ein Ordner, der heißt iRacing. Da gehe ich rein in die App INI. Und da muss dann hier unter DX11 Grafik wahrscheinlich hier die Window Position nochmal auf minus 2560 gemacht werden in X. Jetzt müsste es eigentlich wieder passen. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Dann, 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 dann. Willkommen im Jahr 2020. Displaying VR Prompt. Jedes Mal. Total nervig. Dass man das nicht wenigstens per Toggle oder so abschalten kann. Nein. Wenn es jetzt nicht geklappt hat, muss ich Windowed Mode machen. Und dann wieder mit dem Balken fahren. Ihr möget es mir verzeihen. Wir werden schlaflose Nächte davon haben. Das befürchte ich leider auch. Das ist hart an der Grenze. Gibt's aber Merchandise. Wir haben heute diesen Friendly Fire, kennt ihr das? Das finde ich eine super Aktion und man kriegt nebenbei noch ein paar ganz hochwertige Klamotten. Oh, hat Da haben wir den geklappt. Shop fleißig leer gekauft. Und da hat meine Frau gefragt, wann gibt es eigentlich Ava-Klamotten? Wow. Ava Merch. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Na komm, bisschen mehr Optimismus. So, wir Fleißig haben es Watcher um Mitternacht. ums ins Rennen geschafft. Ich schalte mal wieder um. Hallo Amarinok, schön, dass du reinschaust. Pünktlich zum Rennen.
So, ich hoffe, ich habe jetzt auch gleich Ton. Tolle Wurst, tolle Wurst, tolle Wurst. XR. Schlag mich tot. Connect. Warum ist kein Ton? Na, darum ist kein Ton, weil hier der falsche Ton ausgegeben wird. Sag mir nicht, das Spiel muss jetzt unbedingt nochmal neu gestartet werden. Das wäre ja bitter. Ah, da kann ich es zum Glück aus. Oder? Ah ja. Nee, das ist nur der Tiny. Den hört ihr schon mal. Das ist schon mal gut. Ah, sehr gut. Brumm, brumm. Lane speed limit is 72 kilometers per hour. There's a car approaching. Don't cross the white line. Meine ganzen Anzeigen sind schon wieder wild all over the place, aber ihr seht die beiden Overlays, richtig? Die wichtigen. Yep. Sehr gut. Der Lenkrad Dings der Overlay ist weg. Oh, stimmt. Ah, den habe ich vergessen, verdammt. Soll ich euch den noch anschalten? Unbedingt. Alright. So, so, das stimmt soweit alles. Okay, dann mache ich das schnell noch. Schon zu sehen? Sollte dann gleich. Ja, der Rahmen ist da. So, dann noch ohne eine Runde vernünftig gefahren zu sein, direkt ins Qualifying. Das sind die richtigen, echten Rennfahrer, Leute. Ja, aber die Strecke kennst du doch jetzt. Eben, in- und auswendig. Pitlane Speed Limit is 72 km per hour. Your exit is clear. You've got 2 laps. Let's get this done. So, alles am Start. Ihr seht aber nicht die Taskleiste unten, oder etwa doch? Die sehe nur ich gerade, ne? Ja. Ihr seht die da oben auch, da habe ich die. Leider. Sehr komisch, dass der Andi jetzt nicht kommt. Erst sagte er, er will sich sogar ein Simracing-Rad kaufen und jetzt ist er einfach nicht dabei. Ah, vielleicht Frank kommt er gleich noch. Hat er irgendwas geantwortet? Er ist offline. Ich habe ihm geschrieben, aber noch nicht irgendwie eine Antwort bekommen. Sonst schreib ihm auf Twitter: Hey, du Nuss! Das Rennen fängt an! Okay, folgt mir. Theoretisch müsste ich ihm eine direkte Nachricht schicken können. Stimmt. Wenn ihr sehr, sehr aufmerksam seid, dann könnt ihr jetzt schon im Endeffekt sehen, was ist.
Das läuft doch. So, eine Runde haben wir noch. Mal gucken, was das hier wird. Sechsundzwanzig, eins. Nicht ganz, aber fast dran. So, 1:25:5. Sechster Platz. War ich mal schlecht. Das ist sogar sehr gut. Gestern war ich 4 Sekunden langsamer. Ja, gestern war ja auch ein Tag zum Vergessen. Was? Na, zumindest am Anfang. Das letzte Rennen war dann fantastisch, aber... Ja, so wie es häufig ist. Ja. Mal gucken, wie das hier laufen wird. So, P6, guck mal. Das sind sehr, sehr kompetitive Zeiten. Da kann ich auch noch hier einen nach vorne oder so. Das wäre nicht schlecht. Also und zur Überraschung, es wird nach diesem Rennen keine Wartezeit geben. Es geht direkt weiter. Ja, Spannung. Guten Abend. Hallo Maniti. Möchtest du nicht reinkommen? Genau, komm gerne rein. Kannst dich natürlich genauso gut zurücklehnen in dein Racing Seat. Gleich ist Start. Die Starts sind immer besonders aufregend. Genau, Discord. Ja, ob die anderen auch noch eine Runde fahren? Die Leute mit den Nummern hinter, vor denen soll man sich besonders in Acht nehmen, habe ich jetzt gelesen. Das sind die mit den Zweit- und Dritt-Accounts, die sich neu machen mussten, weil die ersten gesperrt wurden. So ist es. Ja. Moin Hohenstein. Hallo. Hallo. Grüß dich, schön, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und selbst? Ja, sehr groggy heute insgesamt, aber nicht minder motiviert. Außerdem habe ich eine kleine Überraschung noch parat für nach diesem Rennen. Bin mal gespannt. Hast du die Racing-Socken an? Ja. Sehr gut. That's the end of the session, V7. Da kann man einfach nicht sehen. Ist zu dunkel. Ich brauche hier noch so eine Unterbodenbeleuchtung. Ab auf den Grid. Wir haben den Startplatz 7. Das muss gut gehen für Ava 7. Sehr gut. Ich
sehe übrigens gerade, irgendwas stimmt mit dem Monitor-Alignment nicht. Das müsst ihr mir nachsehen. Ihr seht, dass das hier nicht ganz richtig, weil der mittlere anscheinend so ein Millimeter zu tief ist in der Windows-Systemeinstellung. Mache ich danach. Oh, schon grün. Während ich hier noch über das Cockpit laber. Sehr schlechter Start. Aber das muss uns nicht entmutigen. Wir wissen, wir haben den Pace. Er ist ja sehr, sehr gutmütig da, darüber gezogen. Okay, tschüss, Jungs. Aufregend, oder? Er klebte was an der Stoßstange. Ja, und? Der ist jetzt grün. Der Weiße. Ja. Da gehört er hin. Er wollte zu viel. Ja. Michael, versuch mal, während du fährst, irgendwie nochmal so ein paar Schlenker zu machen, damit die Reifen warm werden. Ja, das würde ich an deiner Stelle versuchen. Hätte ich vorher auf jeden Fall machen sollen. Weil jetzt sind sie erst jetzt auf Temperatur. Ich muss mir das auch mal einblenden, dass man die Temperatur von den Reifen sieht, wenn das denn geht. Stein is now in the lead. Nicht live. Später in der Box, aber nicht live. Okay. Okay. Noch kein Strafpunkt. Und das, obwohl so nah aneinander gefahren wurde. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Im schlechten Start, Platz 9. Ja, und die vor uns sollten uns jetzt eigentlich auch nicht wegfahren. Im Gegenteil, ihr seht. Gerade der hintere Bereich, da bin ich schon ganz gut auf Pace. Ist der vordere, wo mir noch eine Sekunde fehlt, aber ansonsten bin ich schon wirklich ganz gut dabei, was die Geschwindigkeit angeht. Hier hätte ich jetzt was wagen können, aber lieber nicht, das geht in der Kurve oft schief. Wieder eingeschnappert. Amarin fragt gerade, ob Windschatten berücksichtigt wird. Da gehe ich fest von aus, oder? Ja. Den müssten wir jetzt eigentlich auch kriegen. Wahnsinn. Ganz
Ganz sauber. Sehr schön. Nicht so weit vorne, wie ich mir gewünscht hätte, aber das war mit dem Start natürlich auch nicht zu erwarten. Ja, gut. Dafür umso spannender. Ich hoffe, wir können vielleicht noch auf den 7. Platz vordringen. Von Querlenker ja, bin ich. Ein Bienchen, ein Fleißbienchen ins Mutti-Heft. So, da bin ich extra nach innen, musste ich flüchten, weil er hier zu ein bisschen den Bremspunkt verdödelt hat. So, wo kommt er hierher? Der schwarze Mazda vor uns. Muss ich gleich mal auf die Relatives gucken, ob der auch Relevanz hat. Oh ja, auch den können wir gerne überholen. Schon Mazda allein. The gap in front has increased to 1.2. We're halfway home. We're okay on fuel. Hälfte des Rennens ist vorbei. Oh, und da hat sich einer gedreht. Querlenker? Nee, das hat er sich selber gekauft. Hallo Querlenker, schön, dass du dabei bist. Oh, jetzt haben wir Speed, das ist aber ganz gefährlich. Nee, das traue ich mich nicht. Ja, hätte auch keinen Platz gemacht. Cool, welches Lenkrad ist, war das? Ist gekommen, Querlenker? Ja, auf den Chat zu lesen. Ja. Oh, sehr schön. Das Audi GT3, krass. Ah, das war von mir scheiße. Das war von mir sehr scheiße. Nein, 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 das war nicht great, das war scheiße. Und 4 Strafpunkte. Ja. Verdient. Was ist denn das Audi GT3? Aus einem Auto. Das ist bestimmt, ich glaube, Querlenker hat sich einfach ein Auto gekauft und dann das an den Rechner angeschlossen. Ja. Und sitzt da drinnen und. Er hat bestimmt eine BS-Fanatec oder sowas und hat da drauf eine andere drauf gemacht. Du kannst ja Querlenker links sollten nicht verboten sein.
Kommt drauf an, zu was. Ich wollte gerade sagen. Ja, also ich sperre dann persönlich die Leute, die... Hochpersönlich, höchstpersönlich wird hier noch gesperrt. Höchstpersönlich, ja. Also Links auf Michis Just-Fans-Seite sind in Ordnung. Only Fans, wie heißt das? Only Fans. Das meine ich doch. Sieht ja fancy aus. Sieht teuer aus. Also jetzt nicht Michis OnlyFans-Account, sondern dieses Deal. Aber wir haben da mal viele Knöpfe drauf. Ja. Hat eigentlich schon mal jemand gewürdigt, dass Michi auf Platz 5 ist? Oh, auf Platz 5 schon. Wahnsinn. Na gut, der hat 2 rausgerammt, aber hey. Nee, Moment mal. Ich habe einen rausgerammt. Wie kommst du jetzt auf 2? Ja, da waren ja 2 dabei in dem Bulk. Nee. Das war nur einer. Oh, da habe ich das falsch gesehen. Gut, dann hast du nur einen rausgerammt, Entschuldigung. Ja, einen habe ich leider rausgerammt, das ist leider wahr. Kurs jetzt, sagt kein Lenker, genau. Wie Weber hat übrigens auch 2 gesehen. Uff, ihr habt 2 Augen im Kopf, aber das stimmt nicht. Wir können uns das im Replay gerne dann nochmal ansehen. Ach du Scheiße, jetzt habe ich viel zu doll gebremst, ich dusel. Fokus jetzt! Nein! Oh, und jetzt zu früh hochgeschaltet, jetzt ist der Wurm drin. Ja, es waren 2 im Kies, nicht. Aber ich habe nur den einen. Der andere hat versucht, links dann den anderen auch zu überholen und ist deswegen auch in den Kies. Da habe ich aber nichts mit zu tun gehabt. Ja, da hinter uns kommt jetzt natürlich mit großen Schritten ran, nachdem ich so kacke gefahren bin. Vorletzte Runde. Nach vorne geht wohl nichts mehr, es sei denn, die kabbeln sich da vorne nochmal. Die sind nicht so weit auseinander vor dir. Tu erstmal, dass der hinter dir dich nicht erwischt. Eben. Ja. Deine Gangschaltung kaputt, oder? Es klingt manchmal so, aber es ist nur der Mazda. Weiße Flagge. Kretzeste Weiß. Eine noch. Also der Andi kommt wohl nicht mehr. Der hat Forza wohl gestartet als Download. Kassiert bei ihm wohl sehr viel. Was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, warte, ich lese dir vor. Der soll das über Nacht laufen lassen, der Dussel. Manu. Er lädt Forza, da macht Streaming keinen Spaß. Gucke noch Dr. Strange auf der Xbox. Na dann. Das hat er mir jetzt geantwortet. Ja. Und das braucht weniger Bandbreite? Ja, ja. Oh, ich bin ein bisschen nervös. Man sieht's ja kaum. Oder Besuch. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Hat's denn schon dein übliches Racing-Bier? Nee, aber ich will mir das gleich gönnen. Und das ich Zittern weggeht. Ja, genau. Ja. Aber das ist doch schon ein sehr solides Rennen. Die 4 Strafpunkte, ja, ist halt vor allen Dingen bitter für den anderen. Mich stören sie gar nicht mal. Ja. Solange es nur die 4 sind, ist ja alles gut. Ey, Platz 5. Jetzt gucken wir, dass der hinten dich nicht erwischt. Ja, hat er nicht. Wir können näher sein, als sie erscheinen. 5. Platz, Leute. Start Nummer 5 auf Platz Nummer 5. Nee, 7 auf 5 bin ich jetzt gefahren. Ja, du hast die Nummer 5 auf dem Auto kleben. Ja. Ich gratuliere, ja,
aber von 7 auf 5. Ja? Ich gratuliere auch noch zum ersten Sieg. Was? Nein! Nein! Entschuldigung, hab ich was gespoilert? Nein, du Spoiler-Man! Sorry! Bitte was? Sorry. Na dann. Schauen wir es zusammen an. Ja, ich finde es auch gut gespielt. Bobby, wir gehen einfach aus dem Stream, oder? Ja, also jetzt aus Protest schon, ne? Tut mir leid. Du auch, oder? Wir gehen jetzt einfach. Nein, ihr guckt euch das an. Das ist nämlich das wahnsinnigste Rennen aller Zeiten. Und ich gewinne am Ende auch überhaupt nicht. Jetzt gehen 14 Leute aus dem Stream. Pass mal ernsthaft? Auf. Ernsthaft? Oh, das fände ich ja bitter. Kündigung geht raus. Gesicht? Ernsthaft? Quatsch, nein. Es tut mir jetzt echt leid. Ach, alles schon gut. Okay. Ich wollte ja nur meine Community damit überraschen. Bobby und ich, wir schreiben uns außerhalb. Genau. Wir ja, Maßnahmen beschließen. Ja. Also als Vorgeschichte dazu, ich habe halt doch noch ein bisschen trainiert und deswegen bin ich jetzt halt auch so auf Pace gewesen und hatte dann ein Qualifying hingelegt, wo ich den zweiten Startplatz gemacht habe. Darüber habe ich mich dermaßen gefreut, dass ich die ganze Zeit so, oh scheiße, ich muss das aufzeichnen, was mache ich denn jetzt, oh Gott, ich bin Zweiter. Und dann stand ich im Grid und es ging los und ich verpenne gleich zu Beginn den Start. Also im Endeffekt eine ganz ähnliche Situation wie eben. Und dann schaut nur, was passiert ist. Na, ich habe mir gerade gedacht, Mensch, der fährt aber gut. Habe ich mir gefragt, wie lange du dich fährst? Doch, ich musste mal gucken bei iRacing. Und dann habe ich das gesehen. So. Also, Play, Leute. Da verpennt. Es geht los, der Start. Ich direkt auf dem dritten, vierten bin ich durchgereicht. Wollt ihr die Perspektive oder die andere? Ich sehe so noch nicht. Achso, die oder von außen, meinst du? Ja. Kannst du den Pinball heute Abend? Direkt außen an dem Grünen vorbei, aber keine Strafpunkte, nichts, das ist schon mal eine gute Geschichte. Ganz dicht hier am Anthony Schaffer. Hier meine neue Technik, einmal vom Gas lupfen und runterschalten. Was machen die beiden da? Oh, die kommen sich ins Gehege. Er geht rechts vorbei. Ich ganz nah am Grün. Stecke aber zurück, will das jetzt nicht riskieren. Schlechter Start heißt noch nicht, dass alles doof ist. Aber das hier ist immer meine Angriffsstelle. Ihr kennt sie noch von gestern. Da kam der Überraschungsangriff. Ich sortiere mich noch mal hinten ein. Fünfter Platz. Oh Mann, Bobby, jetzt hör auf. Links der Grüne. Ich muss ausweichen, extra nach rechts, als er zurück auf die Strecke kommt und wieder einen Platz gewonnen. Jetzt sind wir schon dahinter. Der Erste hatte einen Fehlstart. Er ist zu früh gestartet, deswegen muss er in die Box. Und schon erben wir den dritten Platz. Zwei Autos vor uns. Der dritte Platz. Mal, Michael, du weißt schon, dass wir das versetzt sehen, ne? Ja. Verspätet. Ja, das ist so. Du greifst jetzt quasi vor. Naja, so eigentlich sehen wir hier im Discord das versetzt. Ja. Genau, er erzählt es ja für den Stream. Ihr könnt ja den Stream so lange gucken. Ach so, okay, alles klar. Okay. So, ich hänge dem Weißen schon im Getriebe quasi. Oder im Kofferraum, besser gesagt. Wieder vorm Gast gegangen, reingelupft. Trotzdem frage ich mich, also zu den absoluten Top-Zeiten fehlt mir noch eine Sekunde und 6 Zehntel. Und die verliere ich, und das ist das Besondere, komplett auf den ersten 2 Dritteln der Strecke. Danach, zweite Hälfte, fahre ich komplett fast on pace, also da fehlen mir ein paar Hundertstel. Aber echt überhaupt nicht viel. Was hast du denn so in Mathe in der Schule? Wieso? Ja, weil du auf den ersten 2 Drittel die Zeit verlierst und auch der letzten Hälfte dann wieder reinholst. Ja, ich meine eigentlich Hälfte, ja. Du wirst auch die richtig guten Zeiten wirst du ohne Gangschaltung nie erreichen. Ohne manuelle Gangschaltung oder was? Ja. What? Oh je. Einkauf incoming. Hier. Aber, da bin ich. Also, guckt euch das an. Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen.
ein Duell auf Augenhöhe. Man kann ihm quasi ins Cockpit gucken. Guck doch mal nach links. Ach, jetzt machst du das sogar. Ja. Einfach genau gleichstellen, aber super fair, super fair. Wir bremsen auch noch genau identisch, aber ich bin nun mal innen und er gibt den Platz frei. Und ich bin Zweiter. Der Startplatz ist wieder hergestellt. Nur der Führende ist ein anderer. Der auch die schnellere Zeit gefahren ist. Ich glaube, den hätte ich nicht catchen können. Aber ihr seht den Abstand. Er ist relativ groß. 3 Sekunden auf den Herrn hier vor uns. Und dann mache ich auch noch diesen Fehler. Direkt nachdem ich den überholt habe, bin ich im Kiesbett, kann aber das Auto gerade halten und fahre einfach weiter und kassiere einen Strafpunkt. So, auch und jetzt? Auch mit Chaos und Spiegel schwarz. Weil die hier irgendwie gerade nicht mitberechnet werden, keine Ahnung. Aber das war im Rennen nicht so. Ja, nee, im Rennen war es nicht so. So, jetzt können wir ein bisschen vorspulen, weil alles, was jetzt passiert ist, dass ich immer näher rankomme. Und zwar über, ich glaube, 4 oder 5 Runden. Es sind wirklich Zehntel für Zehntel. Immer wieder ein bisschen. La, la, da, 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 da. Jetzt wird er schon ein bisschen größer, der Michi im Rückspiegel. Jetzt ist er dran. Das ist Runde 6 nach der ersten Kehrtwende. Vielleicht doch mal so für euch. Ja, das ist geil. Mir schlug so das Herz, während ich hier um den ersten Platz dann gekämpft habe, weil ich wusste, okay, wenn er einen Fehler macht oder so, muss ich mich ja entscheiden. Will ich überhaupt vorbeigehen? Bin ich zufrieden? Das ist ein Japaner, der den gleichen I-Rating-Score hatte wie ich und auch genau meine Zeit im Endeffekt gefahren ist. Also ich bin genauso schnell wie er und er wie ich wie hier auf dieser Strecke. Ich weiß genau, wie du dich gefühlt hast. Hinter dir kommt nichts mehr, oder? Duell zwischen euch beiden. Also doch, hinter mir ist der andere, den ich da auch überholt hatte halt, ne? Der fährt da aber mit ein bisschen Abstand. 6 Sekunden ist der hinter mir, weil ich habe das ja quasi rausgefahren und dieser Abstand ist nach vorne geringerer geworden und nach hinten ist er ein bisschen größer geworden. Jetzt wieder hier die erste große Kehrtwende. Ich bremse ein bisschen später von außen nach innen und jetzt bin ich ganz nah dran. Da wäre ich gerne live dabei gewesen. Ja, glaube ich dir. Mach doch mal Spaß. Ich darf einfach gar nicht alleine fahren mehr. Ja, du darfst schon alleine fahren, aber nicht solche Rennen. So, da hat er seinen Schlenker gemacht. Jetzt ist er ein bisschen langsam auf dieser Geraden und zu meinem Lieblingsüberholmanöverpunkt. Also wittere ich schon eine Chance, aber das hat er gut gefangen und ich muss mich noch mal nach hinten eingehen. Aber jetzt kommt er weit nach außen und ich bin wieder innen. Man merkt, er schwimmt. Er schwimmt auf Position 1. Und ich bin solide hinten dran. Tim, bist du noch da? Nee, der hat deinen Ratschlag befolgt. Krass. Okay, also er guckt live. Verstehe. So. Viel besser kann man sich nicht positionieren vor der letzten Kurve. Es ist schon die vorletzte Runde. Er kommt ein bisschen ins Schlittern. Ich komme geradeaus. Ja, Anna, Zweiter. Ich bin hinter dem Ersten. Keine Sorge, und jetzt Anna, das mit ist Windschatten, nicht live. Mit Windschatten, sage ich mir, warum denn nicht? Mal gucken, wie es so laufen wird mit Japanern in der ersten Kurve. Wir bremsen gleichzeitig. Er ist noch ein bisschen vorne. Ich habe die Innenbahn. Ich gehe so eng es geht. Es kracht nicht. Und er gibt sie frei. Die erste Position. Shuhei Nakamura gibt den Weg frei. Für die ersten Meter. Hunderte von Meter. Oh, als Führender eines Grand Prix. Dankeschön, Querlenker. Was meinst du jetzt, das Fahren? His name is John C.
So, jetzt geht mir natürlich nochmal die Pumpe und leider fehlt euch ja tatsächlich der Rückspiegel. Vielleicht kann ich den einblenden. Ich glaube, das geht im Replay nicht. Nee? Nee, das, das ist bestimmt nicht aufgezeichnet. Doch, da. Das würde mich jetzt auch wundern. Nee, jetzt habt ihr so. Aber irgendwann muss man die Perspektive wieder wechseln. Ja. Ich wollte gerade sagen. Auch wieder was gelandet. Auch ich lande noch. So, er ist direkt hinter mir. Ihr seht ihn hier. Huch! Ah! Ich habe irgendwas gedrückt. Ja, im Seitenspiegel sehen wir ihn. Ja. Ja, aber jetzt hast du das Phänomen, was du mal vor ein paar Tagen beschrieben hast. Jetzt hast du keinen mehr vor dir, an dem du dich orientieren kannst. Genau. Aber zum Glück, durch die vielen Practice-Sessions habe ich mich zumindest safe gefühlt. Aber da, wenn du auf einmal Erster bist und die letzte Runde läuft, dann ist auf einmal alles ganz glitschig. Das Lenkrad ist auf einmal gar nicht mehr so griffig, wie es mal war. Runtergeschaltet. Ah, war sauber. Bist du das gefahren? Wie bitte? Und bist du das Rennen gefahren? Heute Morgen. Okay, also nicht gestern Nacht noch. Nee, nee. Weil danach hätte ich nicht mehr schlafen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, vielleicht ist es besser, gar nicht immer so spät die Rennen zu fahren. Vielleicht fahre ich ja früher irgendwie besser. Aber da arbeitet man halt, ne? Doof. Immer dieser Konflikt mit der Arbeit. Ich sag's dir. Das sieht richtig schön aus. Danke, Anna. Ja, es ist eine gute Aussicht da vorne. Das kann ich euch sagen. So, die letzte Kurve. Ihr wisst, was passiert. Aber es ist trotzdem schön zu sehen. Ja, er stand von Anfang an unten links, aber... Ja, das habe ich dann auch gesehen. Das müsste man dann auch ausblenden, wenn man sowas nochmal macht. Jetzt richtig wackelig. Ich bin viel zu langsam eigentlich durch die letzte Kurve. Und er ist auch noch, kommt auch nochmal ran. Aber, ja. Der erste Grand Prix-Sieg eines Michael Wiczorek in iRacing. Das nach 17 Rennen, das ist schon sehr gut. Danke, danke. Glückwunsch. Start einer großen Karriere. So, das muss jetzt aber nochmal bitte in live machen, ja? Gab es dann denn auch eine Sektflasche bei dir zu Hause oder hast du es nicht gemacht? Nee, ich wollte das mit euch jetzt feiern und jetzt habe ich mir gar nicht mein Bier geholt. Das mache ich jetzt gleich erstmal. Aber noch bevor ich das mache, werden hier die Monitore mal vernünftig... Ich hole mir einen Gin zu deinen Ehren. Oh, das ist gut. Das ist gut. Aber also ich finde, man merkt schon bei dir, obwohl du, sag ich mal, so wenig gefahren bist, in Anführungszeichen, dass du auf jeden Fall sehr fair fährst, sportlich. Ich muss jetzt auch mal sagen, ruhig. Also du hast die Ruhe bewahrt, sag ich mal, als der entweder vor dir war, sag ich mal, oder hinter dir. Du bist sauber gefahren. Und ich weiß gar nicht, hast du Punkte bekommen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ein Punkt, als ich über das Kiesbett gefahren bin. Ja, okay, das passiert, sag ich mal. Ne? Aber, ja. Aber wegen, sag ich mal, Unsportlichkeit oder wegen Kollision irgendwas hast du gar nichts bekommen. Ich finde, das ist echt stark. Und das, obwohl ich halt von 2 auf 6 wieder auf 1. Das ist halt die krasse Geschichte dabei, ne? Da würde ich gerne mal kurz einsteigen. Wir würden unglaublich gerne noch das Replay vom Rennen gerade eben sehen, wo du auch unglaublich sportlich fair 2 rausgerammt hast. Ja, das machen wir sofort. Hier erstmal kurz für Safety Rating Change plus 0,1 auf 2,98 und das I-Rating ging um 100 hoch direkt auf 2. Ach so, Entschuldigung. Das I-Rating ging direkt um fast 100 hoch durch diesen Rennsieg. So, jetzt können wir aber auch sehen, was eben passiert ist, nämlich das Rennen hier. Auch da ging das I-Rating hoch. Ich habe jetzt ein 1-3er-Rating wieder. Schön. Und das Safety-Rating ging auch durch die 4 Punkte trotzdem hoch auf 3-3-6 jetzt schon. Das ist nice. Ja, gut. Ich glaube, bei 4 noch was kannst du zur nächsten Lizenz aufsteigen, wenn du die Bedingungen erfüllst. Oh. Jetzt zählt dir Michael doch das nicht. Was sind denn die Bedingungen? Dann müsst ihr wo im Profil mal gucken. Ich weiß nicht, in der EU. Ich hole eben kurz das zu trinken. Ne? Obwohl, ich starte euch das Replay und dann gehe ich das Trinken holen. Also, wir müssen dem Michael auf jeden Fall einreden, dass er bei 4,0 nicht in die andere Liga aufsteigt. Kein Fall. Warum? Du musst erstmal nochmal jetzt in der, ich glaube, in der jetzigen Klasse, in der du bist, noch ein bisschen fahren, würde ich mal sagen. Ich glaube auch, man hat,
hat das ja ein bisschen gemerkt, mit den Mazdas kann ich jetzt halt auch wirklich zumindest ins vordere Drittel vorfahren bei der Klasse. Beim Ferrari bin ich halt hinteres Mittelfeld. Und da sehe ich auch einfach gerade nicht, wie ich viel weiter nach vorne komme. Du wirst jetzt oder bald in höheren Split kommen und dann sieht es auch schon wieder schwerer aus. Ja, meine Hardware, wir hatten es hier ja ausgerechnet, Bobby, ne? 4,8 oder 4,5. Respawn sagt noch, man braucht 4D-Lizenzen-Rennen, müsstest du mit deinen Ferrari-Rennen schon erfüllt haben. Ja, das habe ich. Also ja, noch ein bisschen besseres Rating und du kannst aufsteigen. Das passiert dann automatisch. Du. Und wenn man die Rennen nicht hat, kann man auch Time Trail fahren und da tut man die Rennen auch erfüllen. Also die Zeitrennen fahren. Hier nochmal dieser schlimme Start, den zeige ich euch. Und ihr könnt ja mal das in der TV-Kamera hier sehen. So, bis gleich. Michi muss was trinken. Oh, bin ich weit zurückgefallen, ist ja furchtbar. War das ein Schneckenstart oder was ist da los? Das sieht jetzt irgendwie extrem langsam aus hier, ne? Ja. Sieht so seifenkistenmäßig aus. Aber das ist häufig so. Ich war mal auf dem Nürburgring, da durften wir einen Porsche fahren. Du standst daneben und hast gesagt, so schnell fahren wir ja gar nicht. Dann saß du drücken. Unser Eindruck. Nürburgring oder auch die Schleifen mit? Alles das inklusive. Aber ich, ja. Keine Chance. Niemals in echt. Wieso? Ich bin nicht so gesund, ich kann das sowieso nicht, aber ich würde das so nicht. Ah, ist ja nicht unter professionellen Bedingungen. Also das war ein Event, das mein damaliger Arbeitgeber mit Porsche zusammen gemacht hat. Mhm. Und da hatten wir die Strecke nur für uns und wir waren alle Anfänger. Das heißt, auch mit professionellen Begleitern und alles, das hat richtig Fun gemacht. Jo. Es hat dich auch keiner gezwungen, dann irgendwie da in Rennsituationen oder Platz machen oder dass einer von vorne oder hinten Druck macht oder irgendwas, das gab's alles nicht. Dann macht das echt Spaß. Cool. War nicht ganz preiswert allerdings, muss man fairerweise dazu sagen. Kann ich mir auch vorstellen. Ich bin mal auf den Sachsenring gefahren. Ah, den kenne ich nicht. Wo ist? Er ist in Sachsen, ja, wo genau? Chemnitz, Hohenstein. Mein Name hat aber damit nichts zu tun. Zwischen was Chemnitz für ein Auto? Was für ein Auto bist du gefahren? Uwe Khalifa. Schon eine Weile her. Ja, aber macht sich ja auch Spaß, oder? Danach habe ich einen neuen Satz reingebraucht. So, alles gut? Ist der Crash schon gewesen? Nee, ne? Nee, noch hole ich ja erstmal ganz spektakulär auf. Und zeige euch, das ist das Feier des Tagesbier. Kann man gar nicht erkennen, ne? Aber jetzt so vielleicht. Kennt jemand diese berühmte Flasche? Nein. Ich weiß aber selber nicht, ob es Affligen oder Asligen heißt. Asligen heißt. So ein ganz berühmtes holländisches oder belgisches Bier. Kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr lecker. Ein bisschen hochprozentiger. Ja, ja. Also genau. Ich habe noch niemals gehört, fahr mal nach Holland, da gibt es gutes Bier. Belgien bei und Holland hat aber auf jeden Fall leckeres Bier. Bei mir ist es Whisky geworden. Eine sehr gute Wahl. Ich stoße mit einer Cola dazu. Oh, jetzt kommt, glaube ich, das erste Überholmanöver hier, ne? Michael, wie startest du? Du musst Vollgas geben und dann den ersten Gang und dann fahren, ne? Gehe ich mal von aus, ne? Ja, allerdings wurde ich jetzt halt bei diesen beiden schlechten Starts einfach überrascht. Ich war gar nicht auf den Start vorbereitet und der Start passiert und dann bin ich halt losgefahren. Das ist schlechter kann man es ja gar nicht quasi machen. Was du probieren kannst, einen Button für eine Second Clutch, also Kupplung machen, die den Button drücken, Gas geben, ersten Gang einlegen und dann bei grün die Kupplung loslassen. Dann müsstest du schneller sein. Ah, okay. Du musst ein bisschen trainieren. Also ja, das ja werde ich jetzt gleich nicht machen. Gut, dann werden wir mal vorspülen hier. Wisst ihr noch, wann das ungefähr passiert ist? Oh.
relativ weit drinne, oder? Ich würde sagen, 3 oder 4 Runden vor Ende. Erst nochmal hier das Überholmanöver nehme ich nochmal mit. Möchtest du dir einen eigenen Paint drauf machen bei dir auf dem Auto? Sehr, sehr gerne, ja. Allerdings, also ja, sehr, sehr gerne. Ohne allerdings. Weißt du, mit Trading Paints, ja, genau. Kenn ich. Ich müsste mal gucken, ob ich noch Kontakt zu jemandem. Ich habe jemanden, der macht sowas. Da kannst du einen eigenen machen. Ja, ich hätte so ein paar Logos und Sachen, die halt von meinem Discord schon gemacht wurden, die würde ich dann natürlich drauf machen wollen, im Idealfall. Ich rede mal mit meinem Chef, ob der den Kontakt noch zu denjenigen hat. Und dann tue ich mal den Kontakt herstellen zu dir. Jetzt ist der vor uns, der später am Ende. Mach mal zurück. Ja? Ja, der ist rausgeflogen. Ach so. Der hinter dir hat sich verabschiedet. So, was jetzt hier? Warum sollte ich zurückmachen? Weil da der Grüne abgeflogen ist. Genau. Den hat's zersägt. Noch ein Stück zurück. Also ich bin ja nicht live, leider. Hast du in Twitch ein Delay drin oder ist das jetzt nur. Ach, da ist der Grüne abgeflogen. Gut, aber der ist nicht wegen mir abgeflogen. Da habe ich weder eine Berührung gekriegt noch sonst irgendwas. Also das. Ja, der hat sich verbremst. Ja, das nehme ich mir jetzt nicht ans Revers. Nee, das nicht. Ich vermute, der wollte außen. Der wollte außen an dir vorbei und hat sich dann verbremst. Genau. Fürs Replay ist doch auch nett, die andere Kameraansicht jetzt zu haben in gut, ne? Was bist du mit der Mazda schnell unterwegs, Mensch? Ja, viel schneller als der Ferrari. Ist das nicht der, den du gleich rausschmeißt? Möglich. Ich schmeiße jemanden raus. Ich kann es nicht leugnen. Ich kann es nicht leugnen. Gestern erst den Mega-Unfall, sag ich mal, mitverursacht und jetzt hier schon direkt aggressiv. Gar nicht. Nein. So, da passiert es jetzt hier schon? Das war einfach. Gut, also es gehen 2. Klar, der linke ist quasi aber eher ausgewichen, damit er nicht in den Crash kommt. Der hätte ja auch langsamer hinterherfahren können. Mit dem hatte ich nichts zu tun. Gucken wir uns aber gerne auch mal vor allen Dingen aus Sicht des Blauen an, was der hätte anders machen können. Er hätte ja nicht attackieren brauchen. Also jetzt ist der Blaue und wir gehen ins Cockpit. Was hätte denn dieser Rote mit den türkisen Streifen besser machen können? Ja, der hätte nicht so aggressiv fahren müssen. Auf der anderen Seite, ich meine, hey. Dr. Maria fragt, ob jetzt konstruktive Rennkritik ist. Ja, hau rein. Warum ist das jetzt so komisch gewesen? Da gab es einen Aussetzer. Sehr merkwürdig. Dann nehmen wir mal die Chase-Kamera. Vielleicht hilft ihr weiter. Nee, das wirst du nicht sehen, der ist komplett weg. Der und der andere, die haben Aussetzer. Doch. Ach ja, tatsächlich. Das ist ja doof. Irgendein Netzwerkproblem oder sowas, keine Ahnung. Ist nicht aufgezeichnet worden. Sowas ist ja krass. Ja, kein Zufall ist der Moment, wo Michael den Rausrand nicht aufbrannt. Komisch, ne? Komisch. Also, ob es nicht passiert wäre. Schelm, der Böses vermutet. So, jetzt müssen wir aber schnell wieder auf die Strecke. Schon nur noch wieder 10 Minuten. Seien wir fahren Ferrari, aber ich wäre nochmal für Mazda. Da bin ich jetzt so gut drin. Einmal will ich nochmal. Wir wollen den Sieg ja live miterleben, also bitte. Oh Gott. Aber kein Druck. Jetzt ist ja das I-Rating höher, wie auch schon gesagt wurde von Maniti. Jetzt könnte es viel, viel härter werden. Sehr lecker. Lecker. Prost. Wer nimmt Tabletten? Anna, du brauchst doch wohl keine Tabletten. Ich hoffe, die Zähne sind doch inzwischen richtig in Ordnung wieder. Na, ich tippe auf Tabletten. Irgendwas hat sie. Maniti, wie kann ich eigentlich dieses blöde VR-Headset-Prompt mal loswerden? Das nervt total. VR-Headset? Ja, hier sagt er immer, hier sag ja, wenn du in VR spielen willst und dann geht die Ladezeit nicht weiter. Muss ich immer wegklicken. Ich benutze die UI nicht. Ich benutze nur noch die normale Webseite. Ach so, okay.
Aber ich habe das, glaube ich, auch nicht. Ist der Stream nicht dezent heute? Wieso dezent? Ja, einer sagt, sie kann kein Bier trinken. Der erste sagt, wow, wie lange dauert es noch, bis ein Kind kommt. Der andere sagt, wow, welche Tabletten nimmst du? Wow, oh je. Das tut mir leid, Anna, dass du das hier, solche Kommentare, das ist ja, das geht nicht. Den Zehen geht's wieder super, aber ich habe andere Wehwehchen. Ach, Mensch, so ein Mist. Ich hasse Wehwehchen. Dann auf jeden Fall gute Besserung. Genau, gute Besserung. Gute Besserung sowieso. Und ich trinke auch Coca-Cola, Anna. Lass uns nicht alkoholisch anstoßen. Was hier denn schon wieder? Ach so, doch, das passt alles. Ja, ja, ja. Okay. Ja, 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 ja. Nimm mit, so, ja, passt auch alles gut. Ja. Mhm. Dann nochmal eine schöne Practice-Runde. Jetzt stimmen auch hier wieder die. Die Alignments. Und wegen dezent. Michael hat einen sehr aufmerksamen Stream. Das stimmt. Siehst du? So. Das war auch Ironie. Er meinte, weil wir so wuchtig einfach so die Themen ranballern. Ab dafür. Wer sagt das? Der Marian. Dr. Marian. Grüß dich. Ja, wenn ihr seht, wo ich hier die 1,6 Sekunden liegen lasse, das würde mich ja echt interessieren. Kann ich dir sagen, Michael, du fährst teilweise in den Kurven zu weit nach außen. Du musst da auf jeden Fall in den Kurven innen kleben bleiben. Du gehst zu weit nach außen. Und eine halbe Sekunde ist Schaltung. Ja, okay. Stimmt. Aber in den Kurven gehst du zu weit auf jeden Fall nach außen. Bleib da, versuch in den Kurven innere zu kleben. Mhm. Oh. Aber wird man wirklich eine Sekunde schneller mit einer manuellen Gangschaltung? Das ist halbe. Das macht schon was. Ich habe eine manuelle Gangschaltung, ne? Ich müsste die nur ranmachen. Ja, aber also. Aber dann, immer wenn ich die benutze, dann fahre ich nicht mehr so genau, weil ich dann ja ständig hier am Schrühren bin. Ja, ist schwerer. Michael, versuch eins nach dem anderen. Ich würde erstmal gucken, dass du in den Kurven innen kleben bleibst. Das ist auf jeden Fall für dich, denke ich mal, jetzt am Anfang besser. Weil dann kriegst du auf jeden Fall ein Auge für die Kurven. Und dann irgendwann fährst du mal alleine mit der Schaltung. Versuchst es mal morgens früh oder so. Aber in den Rennen würde ich immer versuchen, in den Kurveninneren kleben zu bleiben. Und in unteren Split rauszutun, das glaube ich nicht. Ich nehme das Sequenzelle und gut ist. Na, gucken wir mal. Wenn du nur noch erste Plätze rausfährst, ist ja auch so, ich will ja nicht endlos nach oben. Ich möchte ja eigentlich ein schönes Rating einfach kriegen, wo man geile Rennen fahren kann. Ne? Also ich muss nicht mich mit den Schnellsten der Welt messen. Darum geht es mir nicht. Also ich kann ja sagen, ich habe ja nur Kumpels, die fahren mit 8K. Die selbst da ist sehr hartes Kämpfen an Tage und auch manchmal unfair. Also den oberen Split. Ja. Ja, aber das ist ja dann schon ein Tick zu verbissen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist für den Anfang auch nicht gut. Wenn der Michael immer noch dabei lacht und... Eben, das ist wichtiger. Ich muss immer weiter lachen. Wenn ich nicht mehr lache, höre ich auf zu spielen. Genau. Aber ich finde es schön, wie dir das gefällt und wie du mit Herzblut dabei bist. Ja, also ich habe ja auch eher wieder immer zu viel Ehrgeiz dann. Das ist bei mir leider so. Ja, und wenn du so weiterfährst, bist du ein Vierteljahr besser als ich. In was? Wenn überhaupt... Wenn du so weiterfährst, bist du ein Vierteljahr besser als ich. Das glaube ich nicht. Doch, ich bin relativ talentfrei. Und ich habe mein, wie soll ich jetzt sagen, ich fahre zu ängstlich. Alleine Zeitfahren habe ich ziemlich gute Zeiten. Im Rennen selber fahre ich zu ängstlich, weil ich zu oft in mein schon abgeschossen worden bin. Mhm. Und durch diesen ängstlichen Fahren irritiere ich andere Leute dann manchmal und dann gibt es gerade Unfälle. Ah, verstehe. Kann man denn hier gezielt mit anderen fahren? Du kannst auch eine Lobby aufmachen. So, Bobby, wir beide können auch fahren. Wir können auch mit Maniti hier fahren. Man kann hier Lobbys aufmachen, dann können wir auch vor allem fahren, was wir wollen. Ah, mein Setup dauert ja noch ein paar Tage. Ja. Das kostet aber 50 Cent, glaube ich, pro Server eine Stunde. Das werden wir überleben. Man kann nicht selber einen aufstellen? Nee, weil man tut ja wirklich einen Server auf der Serverform. Server erstellen. Ja, sowas ist aber schade eigentlich. Michael, ja, da musst du mal mit denen sprechen. Da muss ich mal mit denen ein ernstes Wörtchen sprechen. So geht das aber nicht.
sagst du denen, du hast da zwei Leute, die kennen sich gut aus mit Servern. Eben. Wir machen das mit. Das sind 50 Cent pro Stunde. Wir stellen bessere Server hin. Von Michael. Das heißt, auch wenn wir den ganzen Samstag lang spielen sollten, haben wir einen Sub ausgegeben. Ich glaube, das schaffen wir. Das ist okay, das stimmt natürlich auch. Bevor wir einen ganzen Server aufsetzen, der was Stunden dauert und Frank nochmal zwei Wochen beschäftigt, bis der Ping perfekt ist. Ja, man darf das nicht vergessen. Einfach mal zur Transparenz, ein Streaming-Abend mit den beiden PCs kostet mich auch immer 2 Euro. Also, das ist natürlich nichts, ne? Aber so müssen wir demnächst 5 Euro in die Kaffeekasse schmeißen. Ich wollte es nur mal sagen, weil ich ja jetzt gerade diese Eve-Dinger halt auch benutzte, um meinen Strom hier mal zu kontrollieren und was das eigentlich alles, wo die Kosten herkommen. 2 Euro? Ja. Wir haben dich schon verstanden. Wir schmeißen demnächst 5 Euro in die Kaffeekasse. Nein, nein. Ich weiß, dass ihr es auch aus technischer Sicht interessant findet. Stromkosten. Oh Mensch. Bobby, dankeschön. Naja, das... Also Stores spielt für mich persönlich schon eine Rolle, also jetzt privat, aber 2 Euro, was hast denn du da alles an? Na, den Streaming-PC und den, den Renn-PC, das Licht, die Beleuchtung, das ist relativ professionell, meine Kameras, das sind ja auch keine Webcams. Das tut sich schon sammeln. Ja, ja, da kommt schon was zusammen. Das Mikrofon, mein Verstärker, der V-Verstärker für das Mikrofon, damit ich auch vernünftig klinge. Michael hat auch einen relativ hohen Anspruch, muss man fairerweise dazu sagen. Das ist halt alles Studiotechnik hier, ne? Nee, aber es macht was her. Also ich hab's gestern schon gesagt, das ist, gerade mal die Ansicht auf den 3 Monitoren von hinten, das ist sehr gut. Ja, man darf aber auch nicht unterschätzen, was so ein PC halt auch einfach frisst. Wenn man jetzt hört, die 3990 mit Intel-Prozessoren, sagt Asus, ein 58 Watt Netzteil muss sein. Ja, krass. Ja. Ich hab 50 Euro Stromkosten im Monat. Wow, das ist ja nichts. Ja. Wir arbeiten im Homeoffice, wir haben ungefähr 140. Ja. Bei mir läuft auch ein ganzer Tag der Rechner. Ich habe auch 140. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt hier eine Schreibtischlampe an, die ist diffus auf der Decke gerichtet. Damit leuchtet die mein Raum so aus, dass es mir reicht abends. Und sonst habe ich keinen Strom an. Kühlschrank? Ja gut, ja. Verfolgt mal fragen. In der Steinzeit lebe ich deshalb nicht. Bis auf Winter kann man die Sachen rausstellen. Oh, hallo. Grüß dich. Der ist eigentlich schon länger da. Ach so. Ja, ich bin schon eine Weile drin. Vielleicht Erklärung zum Twitch-Nickname. Damit das zuordnenbar ist, wollte ich mich in der Marian auch im Twitch umbenennen. Geht natürlich nicht, gibt schon. Also dann hast du Dr. Marian gemacht, finde ich ja, viel stilvoller. Ist nicht ganz gelogen, deshalb war es wahrscheinlich. Eben. Ein Doktor. Oh, Anna. Oh, danke, Anna. Da fahre ich ganz langsam durch die Kurve, weil ich so gerührt bin. Dankeschön. Also Stromkosten heute sind wieder drin, Michael. Ja. Für 2 Tage schon, hallo? Für 2 Tage, stimmt. Bobby hat ja eben auch Stromkosten. Siehst du, wie gerne wir dir zugucken. Ja, und wie gerne ich aber auch streame. Das macht ja, es ist ja eine Kombination. Eigentlich müsste immer auch ein bisschen was zurückfließen, finde ich ja. Da tut's ja, der Stream. Na, das stimmt. Wir sitzen hier nicht, weil du uns dafür bezahlst. Hoffe ich. Das glaube ich nicht, GB denn. Wie lange bist du schon bei Twitch? Also dieses Privatding mache ich jetzt seit Corona im Endeffekt, seit März. Ja. Ja gut, und vorher halt. Und vorher habe ich für meine Firmen, für die Firmen, für die ich gearbeitet habe, halt gestreamt. Ich habe es jetzt heiß, aber also, nicht weiter verraten. So Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird das Dota-T-Shirt ausgepackt, ist viel zu heiß. Ihr zahlt Geld, ich ziehe mich aus. So war doch der Deal. Ich wollte gerade sagen, sollen wir OnlyFans jetzt schon aktivieren? Das musst du aber ankündigen, Michael. Ne? Dann spenden vielleicht die Leute nochmal Geld pro Kleidungsstück. aber nicht die Racing-Socken, die brauche ich noch. Oder es muss aber auch einen Knopf geben, wo man dich sponsert, dass du wieder was anziehst. Das wäre wichtig, gerade im Winter jetzt. Ne?
Melden wir das dann bei Twitch. Oder wird dann gemeldet. So. Solange man keine Nippel sieht. Welche Nippel? Sind wir das Thema? Ich hab nicht das beste Gefühl. Es könnte sein, dass das jetzt ein ganz schlimmes Rennen wird, nachdem es so gut eben lief. Wir machen einen ersten Platz. Wir sind einfach mal wieder ein bisschen ruhiger und dann kannst du dich aufs Rennen konzentrieren. Guck mal, ich finde Rennsport nicht mal wirklich interessant, aber dir beim Gewinnen und ehrlicherweise auch Crashen zu gucken macht einfach Spaß. Das hat ja auch Michael gestern gesagt, der mein Freund von Magic the Gathering, der mit der Zahlenkombination als Nickname, der hat, glaube ich, eigentlich auch mit sowas gar nichts am Hut, aber er fand den Stream ja irgendwie, hat er ja so gesagt, er hat schon öfter zugeguckt und ich habe es halt nie bemerkt. Ich gucke ja jetzt nicht mehr in die Twitch-Zuschauerliste. Ich habe nämlich gemerkt, immer wenn ich die Leute angesprochen habe, die sozusagen gelurkt haben, dann sind sie sofort abgehauen. Also habe ich daraus meine Lehre genommen, dass ich einfach die Menschen lurken lasse, wenn sie da sind. Ja, und wie gestern einer gesagt hat, ist halt auch so ein guter Laune-Stream irgendwie. Gute Stimmung hier immer. Die Leute da, lustiger Chat. Plus ja. Aber also worauf ich eigentlich sogar am stolzesten wirklich bin, muss ich, und da seid ihr genauso beteiligt wie ich auch, ist halt unser Discord. Das ist halt der Hammer, dass halt so eine kleine Community, was sowas Tolles auf die Beine stellt, so viele Kanäle da schon sind, die alle belebt sind, die alle funktionieren, wo man sich gegenseitig hilft. Das war immer mein Traum und das finde ich, machen wir so toll. Also wir alle. Das ist dermaßen genial und auch wenn man mal unterschiedliche Meinungen hat, dann werden die da ausgehalten. Das ist einfach toll. Deswegen darf von meiner Seite einfach das größte Lob. Also ohne das würde das wahrscheinlich alles hier nicht funktionieren. Ich müsste Discord mal bezahlen. Die haben echt viel dazu beigetragen. Weil ohne Discord, was hätten wir dann? Dann müssten wir, wir würden ein Forum aufsetzen, auf dem Server wahrscheinlich. Nee, können wir MetaMost aufsetzen. Geht auch. So was ähnliches wie Discord. Ich hab Serverprobleme, blöd, wenn er was braucht, sagt Bescheid. Wir haben früher mal Teamspeak genommen und ein Forum, das war alles doppelt gewonnen. Ja. Apropos Server und Homepages, gibt's eigentlich morgen eine Fortsetzung? Ja. Ja. Also von mir aus schon, ja? Ja. Morgen? Sonntag normalerweise. Entschuldigung. Quatsch, Sonntag, klar. Ist noch gar nicht Mitternacht, Entschuldigung. Mitternacht ist doch Ferrari-Time, weißt du doch. Wir sitzen noch im falschen Auto. Richtig. Ferrari-Time. Genau, in der Stunde fährt dann der Michael erst das gute Rennen. Wenn Laura gerade hier wäre, würde sie vermutlich das hier tun. Von daher tue ich das für uns beide. Oh, schön. Macht einer einen Screenshot und dann nehmen wir schicken. Ich habe heute angefangen mit dem Hendiatus Podcast. Der ist ja, glaube ich, heute online. Ja. Du meinst jetzt den neuen? Du hast den schon vorher genau. Gehabt, ne? Ja. Ja, das ist auch einfach ein super Projekt. Anna vertritt heute ganz reizend unsere Nehmer. Ganz vielen Herzen. Free Weber ist auch dabei. Oh, Free Weber, wo hast du die Dinger denn her? Die sind ja toll. Wir brauchen mehr Emojis, ich weiß, ist das alles. Also nach dem Xbox-Test verspreche ich euch, wird da was kommen. Es gibt übrigens von Bobby, von dir habe ich eingereicht, Good Job, Michael. Nee, Michael, good job, Michael. Als Soundfile. Für wenn ich was gut gemacht habe. Cool. Oh, Schaller Racing kommt mit 18 Profis vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mitten ins Qualifying. Wow. Hallo. Wir sind im Mazda Cup. Yeah. Wahnsinn. Was für ein Downgrade für euch, aber hey, dafür habe ich wenigstens eine schöne Kameraperspektive aufgebaut. Jetzt können wir ja alle aus dem Discord rausgehen, oder? Jetzt, wo du neue Freunde hast. Nein! Die können ja nicht reinkommen. Push, push, push. Ah, jetzt zeigt der Michael denen mal, wie man auf den ersten Platz fährt. Weil ich in einem i-Rating fahre, wo sowas noch geht? Kein Druck. Also ihr könnt gerne im Discord dazukommen.
Genau, ist aber keine Pflicht. Wenn ihr den Michael pushen wollt oder unterstützen Follow. Wollt oder kritisieren wollt. Danke, Konstrukt. Tom. Danke für den Follow. Die Zeit war gar nicht schlecht, bis ich auf einmal total überwältigt war. Oh je. Ja, Schizo Tom findet Mazda anscheinend gut. Ja, eine zweite Qualifying-Runde habe ich noch, um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Jeder liebt Mazda, hey. Bobby, ab und zu fehlt deine Ermahnung mit den Händen ans Lenkrad bei Michael. Und nicht Chat lesen. Genau. Hört ja doch nicht. Im Rennen sage ich es, aber hier beim Qualifying hört er doch nicht drauf. Mazda, was sind wir denn für Teamassistenten? Ne? Also, ich kann sagen, bei einem Direktreifen, wenn man das Lenkrad richtig hält, kann man sich gerne brechen. Bräuchten irgendeine Möglichkeit, ihm das direkt mitzuteilen? So ein Armband, das Stromstöße geben kann oder sowas? Oh, gegen Bits. Schalla, man kann dich super verstehen. Bei mir ein Racing-Kollege hat sich die Hand gebrochen, weil er nicht aufgepasst hat. Mit Lenkrad. Weil er Direct Drive gefahren ist. Was? Ja. Moment, wie? Was genau ist Direct Drive? Das ist quasi ein Lenkrad wie im echten Leben mit voller G-Force. Mit vollem Force Feedback. Im Prinzip okay. Ist einfach ein Elektromotor in der Achse von deinem Lenkrad. Ja, hast du auch bei dem, aber bei dem hast du fast einen Industriemotor. Das letzte habe ich nicht verstanden. Industriemotor hast du da im Prinzip. Ach so. Hier ist so ein Hut drin, der immer nach von links nach rechts führt. Der ist hier auch schon stark, das ist der stärkste von dieser Art Technologie, den ich habe. Aber es ist halt nicht ein Direct Drive. Ein Direct Drive Wheel ist natürlich auch viel smoother. Ich spüre hier immer so diese Kanten in diesem Gurt, quasi, der hier so rübergezogen wird. Marinok, der war gut. Ja, deswegen sollte man auch wirklich aufpassen, niemanden mit Absicht abschießen oder so, weil man kann, wenn derjenige direkt Drive hat, ihn wirklich verletzen. Ja, deswegen kam ja auch letztens mal 3 Sim Racer hier vorbei. Da ging es am Ende, da hat mich einer so richtig blöd abgeschossen. Und die haben halt gesagt, reporte den auf jeden Fall. Das geht überhaupt nicht, dass einer aus Hass oder aus Unlust dich dann einfach irgendwie wegkickt, nur weil du ihn nicht vorbeigelassen hast, weil er dachte, es müsste so sein. Und direkt beim Start vor allen Dingen, ne, bei der Warm-Up-Runde im Ferrari war das. Das haben wir dann auch gemacht. So, 6. Platz bisher. Mal sehen, die anderen fahren vielleicht noch. Sieht aber wieder so aus, als könnte ich zumindest so um den 4., 5., 6. Platz mitfahren. Hallo Tim. Grats Tim für gestern Tim. Ganz viele Tims. Überall Tims. Ganz viele Tims. Hier hat einmal 4 Touchdowns in einem Spiel gewonnen. Nee, Quatsch, er hat einmal ein Rennen gewonnen. Ja. Heute Morgen habe ich mein erstes Rennen gewonnen für die gerade dazugekommen sind. Da haben wir uns das Replay gerade angesehen, weil es ja live leider nicht zu sehen war. Das war ein ziemlich krasses Rennen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so... Geht nur, wenn keiner zuguckt. Geht nur, wenn keiner zuguckt. Oder wenn es halt früh ist. Wenn ich noch kein Bier getrunken habe. Liebe Kinder, don't drink and drive. Nur Wasser, Chizo Thomas. Vollkommen recht. Ein leckeres, ein gutes Schluck Wässerchen. Schaut euch diese Linsenverzerrung an. Ein Traum. Hey, ein Glas zum Runterschmeißen. Oh. Yay. Ich hab seit dieser Lektion an meinem Racing Seat einen Cupholder. Genial. Ja, fehlt wie gesagt nur noch das andere Ding dann für die 24 Stunden. Ihr erinnert euch. Ich will nichts dazu sagen. Da sagen wir jetzt nichts zu. Oh, was ist denn hier los, Leute? Der wedelt sich auch hier jeden Tag den Arm wild. Der arme Mann. Wann kommen denn die ersten Rennserien mit, wo man... Oh, Frank, vielen herzlichen Dank. Strom und so. Danke, Frank. Ist Frank nicht mehr im Voice? Den brauche ich doch gleich als beruhigendere Stimme.
Der hat sich wieder zurückgezogen. Doch, ich stelle mich immer auf stumm. Das ist irgendwie durch die Arbeit. Sag mal, wie alt bist du eigentlich, Frank? Was tippst du denn? Wenn man das fragen darf. So alt wie ich, 40. Nein. Also ich finde, vom Foto her würde ich dich schätzen so alt wie A, aber von deiner Stimme her würde ich dich Mitte 20 schätzen. Ja, das liegt an dem Mikro von dem Headset, 38. So Leute, Konzentration. Auf ein faires Renner. Ich muss nochmal mein Headset irgendwann mal austauschen. Oder ein Mikro. Ein anderes Mikro. Besseres Mikro mitzulegen. Bist du der Älteste von uns dreien, oder? Ja, aber was warst du? Ich bin 39. Okay. Ja, guck mal, 39, 38, 37 für drei. 42. Dich hätte ich jetzt älter geschätzt, Bobby. 30. Also auf jeden Fall ein Stück älter als mich. Ich bin das Küken hier. Le Cucon. Ich schmeiß noch eine 37 so dazu. P6. 37. Sechster Platz. Los geht's. Get ready. Fokus. Inlandslenkrad. Da sind wir heute schon schlechter gestartet. Aber von hinten kommt einer Grün ganz, siehst, ganz toll. Still there. Right side's clear. Was? Anna will heute noch 5 Bier trinken. Okay. So, den lassen wir wieder vorbei. Ja. Ford Focus, das wäre auch noch ein Auto, den es hier geben sollte. Das finde ich auch. Toyota Supra, Michael. Die müsste es geben. Oder den neuen. Ja, okay. Du fährst privat einen, ne? Oh, einer verabschiedet sich doch gleich. Oh, hat er es nochmal gefangen, der Grüne. Krass. Ja, der fährt aggressiv, auch beim Start schon. Wird 5 Euro, den haut's noch raus im Stream. Also auf jeden Fall weit zurückgefallen, ja. Oh, jetzt kommen wir theoretisch mit mehr Geschwindigkeit an, aber ich glaube nicht, dass ich in der Kurve jetzt unbedingt daneben gehen will. Ich wollte es gerade sagen, bleib lieber hinter dem. Sieht ja echt nichts, wenn man direkt dahinter ist. Ich würde auch einen Tick vielleicht links nach außen fahren, dann siehst du schon ein bisschen weiter vorne, was so passiert. Wie kommt das eigentlich, dass du eine leicht andere Linie fährst als alle vor dir? Das ist mir im letzten Rennen schon aufgefallen. Tja, das ist eben meine Linie. Den lassen wir natürlich vorbei. Und der erste Strafpunkt. Ja. Achtung, der rote rechts. Ja, doch nicht, okay. Ich lasse den gelben hinter dir. Es muss am Bier liegen, Freewaver. Ey, lass den mal gewinnen, dann reden wir über die Linie. Vielleicht fahren die anderen ja auch einfach alle falsch. Die haben uns beim ADAC-Sicherheitstraining immer gesagt, man soll sich nicht an anderen Fahrzeugen orientieren. Man soll quasi die Perspektive weit nach vorne auf die Straße gerichtet haben. Ich glaube auch so, anders ist meine Linie nicht. Eben bin ich halt rausgefahren, damit ich sehen konnte, was überhaupt passiert, weil halt alle in der Perle da durchgefahren sind. Das war mir nicht ganz suspekt. Genau, die orientieren sich halt immer nur am Vordermann. Hier in der ersten Kurve orientiere ich mich immer an diesem neu gepflasterten kleinen Stück. Ich glaube, das ist das Schnellste, wenn man da drauf fährt. Und hier, ja, hier mache ich halt leicht andere Sachen, weil ich immer so anlupfe. Linie Aquavit. Sehr gut. Augen aufs, auf die Straße. Ja.
So, der gelbe ist schon mal weg. Die fahren jetzt hier allerdings natürlich auch schneller als im letzten Rennen. Puh. Siebter Platz, da fühle ich mich wohl. Das ist schon okay. Aber ein Sechster wäre besser. Ja, ohne Frage. Mal sehen, wie man sich hier noch so arrangieren kann. Noch sehen wir den ersten. Guck, ich bin eine 25 gefahren gerade, eine ganz niedrige. Und die sind halt alle auch so eine gefahren. Das Fahrerfeld ist einfach deutlich besser jetzt gerade. Das ist schon eine der besten Runden, die ich hier so fahren kann. Ne? 1,24,9 ist das allerbeste, was ich hier gefahren bin. Ja, mit dieser automatischen Rating-Anpassung werden die halt auch nicht schwächer, ne? Ja, das ist ein Nachteil. Oh, das ist ja das riesen Plus. Das ist ja gerade das Tolle, ja, genau. Das wissen wir natürlich, sehen wir auch so. Hier fahre ich eine leicht andere Linie, weil ich einfach direkt finde, die ist auch schneller. Also das ist auch immer das, wo ich ein bisschen aufhole auf die anderen. Hier geht es darum, dass man eigentlich ohne viel zu korrigieren immer durchfährt, ja? Genau. Also wenn du so S-Kurven hast, hast du auf jeden Vorteil, so wie du es machst, wenn du innen, sag ich mal, also weit, nicht so weit, sag ich mal, von dem Kurveninnere wegfährst. Das ist der Vorteil auf jeden Fall bei diesen S-Kurven, was du ja schon machst. Ja, wobei es wird natürlich, je schneller das Auto ist, desto schwerer wird es natürlich innen zu bleiben, ne? Ja, wobei es kommt aber auch auf die Neigung, sag ich mal, von der Kurve an. Und das, was der Michael zum Beispiel eben bei der einen Kurve gemacht hat, wo du dann... 1,24,89, Entschuldigung bitte, ich habe gerade eine schnellste Runde ever gefahren auf diesem Kurs. Sauber. Alles gut. Nee, aber, Bobby, das hat man ja eben gerade gesehen, ne? Du hattest zwei Kurven quasi hintereinander und der Michael hat quasi die erste Kurve schön weit innen genommen, ist quasi zur nächsten Kurveninnere gefahren und dann verlierst du weniger, oder dann hast du, sag ich mal, weniger Traktion nach außen. Und dann kann er natürlich auch anders in die nächste Kurve reingehen. Aber das funktioniert natürlich nicht immer bei allen Kurven. Hast du recht, ja. Dann sind wir uns ja einig. Frank, ich finde, eigentlich brauchst du auch ein Sim-Racing-Setup. Absolut. Meine Meinung. Dann mieten wir uns einen Server für 50 Cent und dann wir drei oder noch den Dings mit drauf. Ich fahr lieber Kart. Richtig. Aber ich finde es auch auf jeden Fall cool, den Michael da zuzugucken oder auch vielleicht dann dir in der Zukunft. Aber für mich ist das nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Racing-Typ so von Simulation. Entschuldigung, da muss ich mal ganz herzlich lachen. Was denn? Du bist nicht so der Racing-Typ, du hast voll die Ahnung. Ich fahre Kart lieber, richtig. Ich habe auch einen eigenen Helm und so. Das macht mir mehr Spaß. Ah, stimmt. Wenn ich einen Helm auf habe, dann bin ich schlecht. Krass, jetzt überholt er gleich da zwei oder was? Die machen ja eine interessante Geschichte da, die drei. Die kegeln sich nach raus, Michael. Also auch. Alle drei raus und der lachende Vierte. Wow. Tatsächlich ist der Schnellste, der sich rausgedreht hat. Das war der direkt vor mir war. Der war eigentlich der Beste von denen. Er war dann zu ungeduldig wahrscheinlich. Oder unglücklich gedreht. Gibt's ja auch. Und man hat schon auf Platz 6, oder? Ja, jetzt bin ich wieder auf dem Sechsten. Er hat sich geärgert, der da jetzt rausgeflogen ist. Das hat man gemerkt, schon wieder gefahren hat. So, das Schöne ist, ich fahre sogar ein bisschen schneller als diese beiden. Nur minimal, aber ich tue es. Hallo Tai. Hallo Tai, grüß dich. Ja, deswegen, Michael, wenn du jetzt schon schneller bist als die, dann würde ich einfach ganz entspannt fahren. Kriegst du auf jeden Fall. Lass die sich mal da vorne bekriegen. Die kegeln sich auch noch raus. Spannende Frage ist, wo sind die ersten drei? Weit, weit weg. Die fahren eine komische Linie hier auf Start und Ziel. Er will den Windschatten wahrscheinlich immer mitnehmen. Also ich habe
Mazda negativer in Erinnerung. Du meinst unfairer und langsamer, oder? Ja, nee, unfairer, mehr Crashes. Ja gut, hatten wir auch schon. Also Michi war ja teilweise schon so verzweifelt, dass er aus der Box starten wollte, weil dauernd beim Start Crashes waren. Das war richtig böse. Die ersten 3-4 Rennen, das, die da habe ich das überlegt. Ist, die Strategie habe ich gemacht. Nein. Wow. Krass. Da ist mir das Heck mal eben weggebrochen. Weil ich aufs Wie das halt so passiert. Wie das halt so passiert. Aber gut gefangen. Danke. Ja. Genau, sag ich doch. Bam 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 bam, holla hi, holla ho. Oh, er wird zu confident. Wenn ich singe, ist das immer gut. Eure komische Linie fahre ich nicht mit, obwohl ich sollte den Windschatten auch mitnehmen. Ne? Hat nicht irgendjemand in einem der ersten Rennen gesagt, es gibt kaum hier Windschatten hier? Warst das nicht sogar du? Ich? Nee, nee, es gibt schon Windschatten. Ungefähr ab nur anderthalb Sekunden, Sekunde hast du Windschatten. So, jetzt sind wir offiziell angekommen hier bei den beiden. Und bei den langsamen Autos hast du mehr Windschatten, also mehr Auswirkungen als auf die beiden schnellen. Wurde mir gesagt. Ich fahre zur Zeit. Ja? Ich sag wohl, der Chat erwartet, dass du noch mindestens einen von denen erwischst, Michael. Was heißt erwischt? Abschießen? Einmal überholen. Kein Dübeln. Du machst es dir überlassen. Ich fahre ja zur Zeit ein bisschen Skippini, Skip-Barber. Erklär das mal, das versteht hier keiner und ich weiß auch noch nicht so richtig, was das ist. Das ist doch eigentlich diese Formelklasse, ne? Das ist ein kleiner Obenwieler. Der kleinste, der hat auch kaum BS. Und bei dem ist es, der hat sogar, ist glaube ich ein bisschen langsam oder gleich schnell wie der Mazda. Und sehr abhängig vom Windschatten. Wenn man das ist da, der erste ist gearscht. Ja, das ist sehr taktisch. Wenn du es richtig gut fährst, musst du sehr taktisch fahren. Lieber unten an Platz 2 und in der letzten Runde eben erst überholen, dass du Platz 1 wirst. Also so musst du dann, wenn du richtig gut fährst, musst du dir überlegen, was du tust. Weil es gibt sie überholen hin und her und das kostet Zeit und der dritte oder vierte Platz überholt dich. Und wenn du dann irgendwann mal im Anschluss an so ein vor dir verlierst und auf 2 Sekunden Abstand hast, kommst du auch ganz schwer wieder ran. So, das Grand Klingt Opening sehe ich hier noch nicht. Macht sehr viel Spaß, ist eine Alternative nach Mazda. Einfach im Rückspiegel kleben, dann wird er nervös. Und wenn nicht, ein 6. Platz ist ja auch nicht schlecht. Nee, erst recht nicht, wenn man nur einen bösen Punkt hat. Ich hab doch nur einen, oder? Wenn überhaupt. Ja. Letzte Runde. Und nach der Welt bei den Skip-Arter ist der Problem kein Schaden. Er hat ja keine Kosserie. Irgendwo von euch, sage ich mal, iRacing-Erfahrenen eine Info darüber, wie viele Spiele es insgesamt gibt über den Daumen? Wie viel das Spielen das Spiel? Oder die Simulation besser gesagt? Nicht bekannt, aber mein Rekord, was gleichzeitig zur Corona-Zeit online war, waren fast 20.000 Mann.
Man sieht auf der Webseite, wie viele online sind. Aber nicht, wie viele aktiv in einem aktiven Account haben. Ein bisschen Action für die Fans, Leute. Das wird nichts mehr, aber war trotzdem spannend. So muss das auch mal sein. Sehr fair. Also Free Waiver, um es mal mit deinen Spielen, die du zockst, zu erklären, es sind auf jeden Fall mehr als Quake 3 Spieler. Ja, in der Corona-Zeit hat sich das gut job, good job. Dankeschön, Schizotom. Super Arbeit, sagt ja auch mein Freund aus der Nazi-Zeit. Naja. Der deutsche Sprecher, ich nenne den immer so, der klingt so komisch mit der Radio-Voice. Der Vergleich. Und du dürftest auch wieder gut gemacht haben, ein iRating. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, iRating müsste leicht hoch und das Safety-Rating sehr hoch. Ist aber unspektakulär, das Rennen, wenn man es mal so sieht. Ja, es war halt, am Anfang hätte man mehr Risiko gehen können, aber ich denke, so war es insgesamt besser. Kann ich irgendwo sehen? Aber Bobby, du weißt doch. Incident Point, ja, einen, ne? Ja. Bobby, du weißt doch, eine halbe Stunde hat der Michael noch und erst ab 0 Uhr, dann fängt er an, richtig zu werden. Das stimmt auch. Dann wird es spannend, das stimmt. Guck mal, insgesamt bin ich hier mit der 24.8 nämlich die viertschnellste Zeit gefahren. Also ich war schon minimal schneller. Wie hat sich ja auch so angefühlt, ne? Dass ich eigentlich ein bisschen schneller gekonnt hätte, aber es hat halt auch nicht zum Überholen gereicht. Und die haben sich halt keinen größeren Fehler erlaubt. Aber jetzt habe ich auch nochmal eine Frage an die erfahrenen iRacing-Fahrer. Gibt es denn da eine Möglichkeit, irgendwie bei anderen Rennen, wenn zum Beispiel jetzt der Michael so eine Situation hat und die zwei vor ihm langsamer sind, dass die dann zum Beispiel auch Flaggen gezeigt bekommen, dass die ihn vorbeilassen müssen? Nee. Gibt's das? Nee. Gar nicht? Okay. Es gibt eine sogenannte blaue Flagge, die, wenn du überrundet bist, das ist aber keine richtige blaue Flagge, sondern es ist bloß ein Hinweis, dass du ihn vorbeilassen sollst, der hinter dir ist. Aber es ist keine Verpflichtung in den Sporting-Codes, die bei iRacing sind, also drin steht das auch so drin, das ist bloß ein Hinweis, hinter dir ist jemand, der eine Runde oder zwei Runden vor dir ist. Und das ist nur eine Empfehlung, keine Anweisung? Keine Anweisung. Okay. Weil es ist keine richtige blaue Flagge, die hat irgendwas noch drin oder irgendwo noch ein Zeichen drin. In echten Rennsport ist es eine reine blaue Flagge, da musst du. Aber hier ist es in iRacing ist es eine angelehnte blaue Flagge. Also ja. So, hier ist schon das Race. Nee, noch nicht. Müssen noch ein bisschen. Ja, Shadow Racing sagt, noch eine Stufe, dann geht's ab in die IMSA. IMSA, sehr gut. Die Autos stehen ja schon bereit, Leute. Ich zeige euch das direkt nochmal hier. Hast du schon gekauft? Na klar. Welche hast du denn jetzt gekauft? Ich will eigentlich ja mit dem GT4 Cayman fahren, oder? Das ist so mein. Das ist einfach das beste Auto. Da gibt es ja auch eine eigene Serie. Magst du mal auf den Bildschirm schalten? Na klar. Bums. Gibt es ja auch eine eigene Serie zusammen mit dem Audi A3. Den habe ich auch, glaube ich, ne? Ne, den A8 habe ich. Ja, den R8, ja, den habe ich. R8, ja. Das ist ein GT3. Genau. Den fahre ich. Den fährst du, ja. Der hätte ja fast... Leider nicht. Hätte fast ja Nürburgring gewonnen. Fast. Wenn sie sich nicht Schrott gefahren hätten. Ja, und was ansonsten? Den Jetta, das finde ich einfach nur witzig, aber ein gutes Auto ist das nicht. Allgemein von diesen ganz alten Autos, die standardmäßig mitkommen, gibt es da irgendein Auto, das gut ist, außer dem Mazda? Ja, du guck doch mal, ob es Toyota gibt. Meiner Meinung nach darfst du nicht nur nach den Autos gehen, du musst dir überlegen, welche Serie du später fahren willst. Und das Auto. Weil es gibt cool, Autos, die fahren in bescheuerten Serien, um es kurz auszudrücken. Mhm. VW Beetle sieht ja gut aus. Gibt es den schon länger? Ich habe den übersehen anscheinend. Beetle ist doch bestimmt nett. Da fährt bei den Dirt, da fährt andere Ligen hier. Road und Dirt, beides. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo der bei Road fährt. So, das sind alle hier, oder was? Ach nee, das sind meine. Wo gibt's denn den Shop? Da, das wollt ihr doch sehen.
den heißen Scheiß. So, was wolltest du gucken? Irgendwas Japanisches, ne? Toyota. Oh, da sehe ich schon ein paar interessante. Echt? Da siehst du schon welche? Ich habe noch keinen gesehen. Das ist doch Nesca alles gerade hier. Da ist auf jeden Fall ein BMW dabei. Ja, der ist dabei hier, der M8. Bob ja, wird alle drei Monate geändert. Was ist Bob? Der M8 ist die GDE. Mhm. Der fährt in Imsa und Le Mans ja, zum Beispiel. Oh, Leute, das hier wäre ja wohl auch ein Auto. Der Subaru und dann schön... Der STI sogar. Hier, Mount Panorama. Das ist was für Rallycross. Nicht nur, der fährt auch Road. Das heißt, damit dann schön nach Mount Panorama. Das fände ich absolut Hammer. Oh, Bratwurst? Nein, danke. Ich mag die Strecke überhaupt nicht. Du magst sie nicht? Oh, ich liebe die. Die ja, ist, alleine fahre ich sie auch durchaus gern, aber... Die ist tricky. Ja, die ist sehr tricky. Die zu überleben ist ein Kunststück. Aber nochmal zur Frage, die ich vorhin hatte. Wann kommen die ersten Rennen, wo zum Beispiel Tagesverlauf sichtbar wird und wann ich auch auf jeden Fall einmal Pitstop machen muss? Das ist ab Imsa und VRS. Okay. Also ja. Bald. Hoffentlich bald, wenn es so weitergeht. Und das mit dem Tagesverlauf, du fährst ja bei einer Imsa fährst eine Stunde. Ah, verstehe. VRS fährst du 40 Minuten und hast in den zwei Klassen hast du eine Tankbeschränkung und damit musst du tanken. Aber keine Reifen wechseln. Was du als Tipp, keine Reifen wechseln. Mhm. Verstehe. So, ist hier irgendwas noch? Also ich habe auch überlegt, Oval wäre ja vielleicht auch mal irgendwann ganz witzig mal anzufangen. Okay, aber Le Mans war dann eine Stunde, Entschuldigung. Ja. Le Mans eine Stunde, das klingt gut. Le Mans, Spa oder Nürburgring mit Dingsbums. Das sind so die Dinger, die ich auf jeden Fall fahren will. Wenn du später mal dabei bleibst und eine GT3 oder GTE fährst, kann ich dir bloß empfehlen, wenn du das Können dann hast, dir noch 3-4 Mann zu suchen und mal so ein 24-Stunden-Rennen mitzufahren. Habe ich doch hier. Dich, den Bobby. Ja. Und mach Schaller noch mit und Bums. Frank ist die Boxencrew, auf geht's. Nein, war ein Spaß. So, wieso? Hier ist das Ferrari-Ding. Kann ich jetzt endlich? Nee, immer noch nicht. Also ich meine, das ist schön. Also ich bin jetzt im 24 Stunden Le Mans gefahren. Also wenn du da so in Dach reinfährst, ist schon cool. Eben, eben. Habe ich zwei Ferrari gekauft, ich dussel. GTE und GT3. Oh, ja, das ist fast, ist fast dasselbe, aber ist eben die Klasse ist unterschiedlich. Der GDE hat mehr Aero. Aha. Man muss da auch versuchen, Schaden vermeiden. Wenn du da Schaden kriegst, Aero-Schaden, büßt du übelste Geschwindigkeit ein. Das merkst du deutlich, im Gegensatz zum GT3. Wir fahren... Aber könnte theoretisch der Michael beim GTE direkt fahren oder muss er dann auch noch mehrere Rennen absolvieren? Weil das sind ja richtige Biester. Ja, das sagen wir mal, GTE ist auch schwerer zu fahren, weil der hat kein ABS. Genau. Gute Nacht, Anna. Deswegen, gute Nacht, Anna. Das Ferrari-Rennen kannst du dir dann morgen nachträglich ansehen, wenn du willst. Ich fahre jetzt nochmal mit dem Dallara, der soll so toll sein, auf dem Nürburgring, wenn das geht. Da. Was ist der Unterschied zwischen Industriefahrten und Touristenfahrten? Welches nimmt man da? Industriefahrten ist nach... An der Einfahrt zur Nordschleife fährst du da los. Und Industriefahrten fährst du auf der Döringer. Tourismus, meine ich, fährst du auf der Döringer los. Ach so. Dann können wir noch einmal da eine Runde drehen, bevor es dann ins Ferrari-Lager geht. Aber es ist auf jeden Fall ohne die Grand Prix-Strecke. Danke dir, Anna, für Support und einfach da sein, existieren. Für alle, die vielleicht Bock haben, obwohl sie eigentlich beinharte Simracer sind, morgen gibt es Community-Rennen in Forza Motorsport 7, weil das gerade im Game Pass erschienen ist. Das heißt, es ist für viele leicht zugänglich. Und dann fahren wir hier alle zusammen. Auch ganz viele von denen, die gerade im Voice sind. Ich weiß gar nicht, ist Tim inzwischen wieder da? Oder hat der sich quasi verabschiedet in den Lurker-Modus? Der ist auch da, ist auch stumm wie ich. Ich bin immer da. Oh. Allgegenwärtig. Und Tim hat nämlich den ganzen Tag trainiert, damit ihr morgen auch eine Challenge habt, wenn ihr dann gegen ihn fahren wollt in Forza 7. Nur ein kurzer Tipp, ihr müsst den Download jetzt schon anstellen, damit er morgen fertig ist. 100 GB groß. Ja. Wie viel? Ja. 100. Okay, naja, okay. Na, ich
habe dann auch gemerkt, was diese Fahrassistenzsysteme so alles anrichten können. Die machen dich langsamer, aber nicht so richtig bei Forza. Ja, aber ich fand das echt unangenehm, dass das Ding einfach automatisch bremst. Ach ja, furchtbar. Ausmachen. Das hat ja nichts mit Rennen zu tun. Ja, also ich hoffe, du hast auch die Rückspulfunktion ausgemacht. Die hast du morgen eh auch nicht. Tim, morgen kannst du dann den Michael als Bremsbock nehmen. Einfach hinten drauf und bremst dann. Stimmt. Das machen dann auch ein paar Kartfahrer. Nee, das ist äußerst unsportlich. Da kann ich eine Anekdote aus Grid 2 erzählen. Da gibt es ja auch diese Rückspulfunktion. Hm. Auch im Multiplayer. Die setzt dich dann aber einfach nur ein bisschen zurück und wieder auf die Bahn, also ohne dass die Zeit zurückgespult wird. Du konntest aber auch so Custom-Server aufmachen. Also die wurden dann von denen gehostet, aber du konntest die Einstellungen ändern. Da habe ich mit zwei Kumpels die ideale den Experience-Farming-Modus gefunden. Nämlich die reinstellen mit deaktivierter Rücksetzfunktion und mit Schaden auf voll. Dann warten, bis die Lobby voll ist, das Spiel starten. Nach der ersten Kurve waren die Hälfte raus und man hatte auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte im Rennen drin. Was ist das hier für ein Spaß? Ich kann die nicht fahren oder was? Weil Camber zu hoch ist? Warte, ich mache mal Bildschirm größer, Moment. Mal nicht so viel Klicks, du immer ab und zu mal auch Play drücken, weil sonst aktualisiert er das nicht. Ah, okay. Also du müsstest doch eigentlich jetzt Setup, Setup laden. Ja, das hatte ich Assetto Corsa letztens auch. Da guckt er bei der Nordschleife schon wegen der Quads. Witzig. Kohlenkraftstoff. Watch your speed. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie? Michael, kannst du nochmal die Perspektive ändern im Stream? Ja. Weil wir gucken dir nicht mehr direkt über die Schulter. Sehr schön. Danke. Oh Gott. Denk dran, nicht kalter Reifen. Ich wollte schon eben vor ein paar Sekunden sagen, Michael, denk dran, du hast kalte Reifen. Wenden in zwei Zügen, passt. Das müssen wir dem Michael noch einbläuen, dass er immer dran denkt, dass die Reifen kalt sind. Also die schön warm fährt. Das ist ja ein ganz anderes Fahrgefühl, das ist ja crazy. Ja, jetzt fahr schon mal bitte und mach dann wieder das Auto-Setting mit dem Force Feedback. Ja, genau. Wow. Hat schon hohen Unterhaltungswert. Wow. Ich bin abgehoben und habe mich direkt gedreht, als ich wieder auf den Boden gekommen bin. Geil. Boah, aber schöne Drehung gemacht. Boah, hier darf man ja nirgends drauf kommen. Elegant. Ich glaube, da habe ich nicht das Setup für, dass man das hier ernsthaft fahren kann. Deshalb nicht zu tief. Ja. Aber geil, dass es so gut simuliert wird, dass das tatsächlich dann einfach nicht geht. Schlicht nicht geht. Schön. Okay, das können wir lassen. Ja, das wäre jetzt quasi auch der nächste Punkt so ein bisschen. Wo kriege ich denn vernünftige Setups her, die ich nicht bezahlen muss für teuer Geld? Ich schicke dir mal in auf Discord? Ja, ich schicke da in Discord und Discord. Aber es ist, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie die aktualisieren zur Zeit, aber es gab mal eine Zeit lang, da haben die mir geschlafen. Moment, ich muss erst mal selber suchen, weil meine ganzen Discord. Das war aber ein sehr unspektakulärer Sonnenaufgang hier in der Eifel. In der Eilenriede für iRacing-Settings haben. Oh.
kann ich schon in den Discord kopieren. Die Adresse. Geht nicht? Kannst du mir privat schicken? In der. Ja, ich versuche gerade den Discord, wo ich jetzt bin, zu kopieren. Aber ach so. Sonst schreib einfach den Namen, den finde ich dann schon. Setups for iRacing, aber mit einer 4 geschrieben statt vor. Bobby. Ja? Was ist das schon wieder für ein Spaß? Guck's dir an. So weit sind wir eben nicht gekommen. Ich hab's gefunden. Ansonsten, wenn du es richtig ernsthaft machen wirst, wirst du an den Setup kaufen schlecht vorbeikommen. Aber guck, das finde ich ein bisschen komisch an. Offensichtlich ist was mit meiner Frontachse kaputt, aber die Reifen sehen doch eigentlich vom Winkel richtig aus, oder? Das sieht jetzt geil aus. Naja. Aber du kannst auch eine ganze Weile noch für den Anfang die Baseline-Setups fahren. Die sind zu schlecht, sind die nicht. Oh, hier ist das Force Feedback auch krass. Hier kann ich mir auch vorstellen, dass man sich die Hand brennen. Die Hand? Ach, da sieht man brechen. Das. Brechen kann. Sieht das witzig aus. Ich hab das Gefühl, du nimmst das gerade nicht ganz ernst. Ein Powerslide. Hör zu, nicht. Du kannst auf der Nordschleife, es gibt doch zwei Button, um das Auto zurückzusetzen. Einmal Escape, da gehst du ganz raus. Ja. Und dann die Zurückstelltaste, die du belegen musst. Mhm. Wenn du die drückst, dann wirst du an einem Punkt auf der Nordschleife zurückgesetzt. Du musst nicht nochmal die ganze Nordschleife fahren, okay, zum Trainieren. Okay. Doch eine Rückspulfunktion. Ja, aber nee, hier im Training im Endeffekt. Ne? Ja, funktioniert im Rennen nicht. Okay, schade. So, ich glaube, in ein paar Sekunden wird unser Ferrari freigeschaltet. Im Olden Park. Der gute alte Olden Park. Gedärter Feldweg, sag ich dazu. Ja, da gehen wir wieder Kartoffel ernten. Hallo Drafugor, schön, dass du reinguckst. Du liegst doch bestimmt schon im Bett, Drafugor, habe ich recht. Ich hab's im Gefühl. Du liegst im Bett und hast noch das Handy angemacht. Ich glaube, ich werde Drafugor gleich mal joinen. Und dann aber mit Voice dabei bleiben. In meinem Bett. Mit Voice dabei bleiben. Mit Voice dabei bleiben. Übers Handy. Ach du Jemine. Das können wir mal probieren. Wenn ich dann schnarche, dann ist es das wäre deine höchst Schuld. Amüsant. Dann, wenn du anfängst zu schnarchen im Stream, dann fahre ich so lange, bis du aufwachst. Oh! Wow! Challenge okay. Angenommen? Ja, Challenge. Klingt wie ein Deal. Aber ich möchte dich darauf hinweisen, wir haben jetzt Wochenende, das heißt, ich kann lang. So, welches Rennen nehmen wir denn? Ach so, es gibt nur das eine. Lololol. 24-Stunden-Stream. Ja, Free Weber, es gibt ja auch so YouTube-Videos, 10 Stunden schnarchen oder so. Die lasse ich dann einfach laufen. Das zählt nicht. Es muss schon true sein. Muss schon native sein. Native, alles klar. Dann bin ich mal kurz weg und schalte gleich übers Handy nochmal ein. Ich will das Kopfkissen hören, damit ich weiß, dass es true ist. Naja, wenn er das Headset benutzt, dann hörst du da gar nichts, Michael, aber das geht. Er kann. Also er benutzt ja nicht das Headset, er macht es aufs Handy. Ja, oder so. Genau. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ich habe vor kurzem auch so eine schottische YouTuberin, die auch iRacing-Videos macht. Mhm. Die hat ja den ersten Podium erreicht
und hat geheult. Also so richtig Freudentränen in den Augen. Das fand ich so geil. Das war so geil. Ich war heute Morgen auch sehr mitgenommen, sagen wir mal so, aber ich hatte keine Freudentränen. Es war ganz anders, es war ganz krass, weil halt auch keiner dabei war. Ich war alleine dann in dieser Situation. Ich saß hier und dachte so, wow, das ist so ein großer Moment, aber keiner kann ihn mit mir teilen, oh mein Gott. Das ist was anderes als Spieler. Ja, als einfach in Forza den ersten zu machen, was man halt auch am laufenden Band ja macht. Das ist was anderes, ich kenne das selber. Fährst du selber noch eine andere Serie außer Road? Nee, ich fahre nur Road. Ich habe Oval mal probiert, mag ich gar nicht. Mhm. Also ich mag die alten NASCAR-Teile von Papyrus damals, die habe ich zur Jahrtausendwende gespielt. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, da auch mal reinzuschnuppern, weil das ja nochmal eine ganz andere Strategie hat, ne? Ganz andere Art. Ich habe Probleme in der NASCAR oder IndyCar, mich zu konzentrieren dann die ganze Zeit. Mhm. Also, weil ich finde das so langweilig. Na, da hast du natürlich insgesamt sogar mehr Positionskämpfe und mehr direkt aneinander reiben. Das ist das Schöne daran. Ich hatte es gestern ja schon mal gesagt, die NASCAR hat in der Corona-Zeit mit den Originalrennfahrern, ich weiß nicht, ob da alle waren, aber es waren bestimmt 90%. Die Rennen, die ausgefallen sind, nachgefahren in iRacing, hat Fernsehen in den USA übertragen. Ich habe mir heute die Heusingfeld Sprintpedale angeguckt. Ja. Die sind ja sogar lieferbar. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist selten, oder wir haben die Produktion nach oben geschraubt, weil die war eine ganze Zeit nicht lieferbar. Hast du einen ordentlichen Rig? Weil da brauchst du ja viel Rig. Ja. Ich habe dieses Next Level Racing GT Track. Habe ich on Stream zusammengebaut. Kannst du dir noch angucken, wenn du willst. Ja, gut, stimmt doch. War da bestimmt alles wie Weihnachten, ne? Meine Community sagt, ich hätte es zusammenbauen lassen. Das ist aber natürlich gelogen. Weil da jemand vorbeigekommen ist dann aus der Community und dann mitgebaut hat, weil ich so langsam war. Ja gut, am Anfang sah es eher aus wie eine Waschmaschine bei dir, aber sonst. Wow. Für mich, wenn ich auch was Neues gekauft habe, hab ich es nur wie Weihnachten. Aus der externen Expertise dazu geholt. Sagen wir es doch so. Ja. Außerdem brauche ich die Expertise raus, selber besser darin sitzen zu dürfen. Ganz ehrlich, das wirkt doch jetzt nach dem Auto gerade eben sowas von langsam. Es wirkt aber nach dem Mazda sowas von schnell. Ja. So schön, wenn man eine Rennstrecke kennt. Das macht so viel aus. Ja, und deswegen nutzen das ja Rennfahrer zum Vorbereiten. Weil das ja original Rennstreckenleser ausgibt, das weiß ihr bestimmt. Und das ist ja alles eins zu eins. In dem Stand, wo es damals war. Ich mache übrigens gleich das Spiel ein bisschen leiser. Ich habe das Gefühl, dass der Ferrari deutlich lauter ist als das vorherige Gefährt. Er hat recht. An dem Tag des Rennsessels zusammenbaust, haben wir auch gelernt, dass deine Funkverbindung von deinem Headset unglaublich weit reicht. Ja, stimmt. Bis zur Haustür. Bin ich bis zur Haustür unten gegangen. Ja. Da habe ich zu WoW-Zeiten mit Funk-Headset interessante Erfahrungen gemacht mit Kollegen, also mit Gegenmembern. Was wollte ich machen? Das Spiel leiser. Zuerst bin ich aufs Klo damit gegangen, oder? Doch. Oh nee. Das war aber noch das Harmloseste. Oha.
Ich meine, ich habe ja WoW angefangen, die 40er Raids, das war schon manchmal lustig. Was ist jetzt los? Reifenwechsel? Offensichtlich. Das kannst du dir auch auf eine Taste legen, dass du die rausmachst mit dem Befehl. Da wird Befehl im Chat geschrieben und dann wird die automatisch rausgenommen. Beweg dich, ja, hätte ich ja gerne. There's traffic behind. Watch your mirrors. Das in der Box, wie das funktioniert, mit den Autos durchfahren, weißt du, ja? Mhm. Das, auf der linken Spur hast du Schadensmodell an, auf der rechten kannst du durchfahren. Jetzt hier. Weil sonst kannst du dann ganz schwer deine eigene Position, wenn du später danken musst, finden. Da kannst du durch die rechten kannst du durchfahren und bist in deiner Position und halten dort. Und nicht vergessen, wenn du mal im wirklichen Leben bist, dass das nicht funktioniert. Ja, genau. Beim Heise-Parkplatz morgens. Ich dachte, auf der rechten Spur kann ich durch die anderen Autos durchfahren. Oh, er kommt hier lustig zurück. Übrigens, ich bin schon Jahrzehnte Heise-Leser. Ach, wirklich? Schön. Hast du die CT oder online? Kollege hat die CT und da reicht mir die öfters rüber. Ich kann es mir persönlich nicht leisten. Ich bin EU-Renner, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Aber ich lese regelmäßig auch auf der Website. Sehr schön. War da gerade ein Geist-Auto? Da waren mehrere Autos auf jeden Fall ziemlich verkeilt. So, jetzt will ich aber mal eine ordentliche Zeit hier hinlegen. Sonst habe ich das Gefühl, ich kann es schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir lesen alle schon länger die CT, als Michi überhaupt bei Heise ist, oder? Das kann gut sein, ja klar. Wie er ist der zweite Jahr. Zweites, drittes Jahr bis jetzt? Zweites Jahr bis jetzt, ne? Ja, zweites Jahr. Aber Golem war natürlich auch geil. Haben beide so ihre Vorteile. Golem ist halt sehr viel kleiner und wendiger. Und Heise hat halt mehr von allem. Da würde ich ja auch gerne mal gelesen, dass Telebulus. Ist doch heiß auch, ja? Aber ist Telepolis nicht eher so freier Autoren? Telepolis ist auch ein Projekt, aber halt ganz andere Autoren, genau. Auch ganz andere. Da sind teilweise echt geniale Artikel, aber teilweise auch ziemlich schräge. Wow. Früher habe ich es beruflich gebraucht, aber ich habe Fachinformatiker gelernt. Ich habe ja beides CT und die X abonniert. Also die X ist doch viel besser, oder inzwischen? Die X, also lange Zeit habe ich mich gefragt, warum ich die X eigentlich abonniert habe, weil ich muss zugeben, 90% der Artikel habe ich nicht kapiert. Okay, ja, aber das ist doch eigentlich was Gutes, weil da lernst du was. Ja, genau das. Also ich persönlich bin eigentlich auch der CT langsam entwachsen. Ich habe das Gefühl, dass das ist halt alles richtig und gut und vor allen Dingen auch gut recherchiert. Aber das meiste weiß ich selber eh schon. Ja, auch weil es zu dem Zeitpunkt, wo es halt in Druck geht, schon wissen muss bei vielen Themen. Ja, durch die Online-Kram, ja. Ja, und die X ist halt wirklich... Also eine X-Artikel lesen kannst du nicht so wie CT. CT liegt bei mir, ich gebe es jetzt mal zu, auf dem Klo. Lese ich immer, wenn ich da sowieso bin. X kannst du nicht mal eben nebenbei auf dem Klo lesen. Dazu ist es zu komplex. Der NEMA-Crash hier, oh je. Immer wenn ich da abfliege, denke ich, oh NEMA. Ah, nicht so richtig gut. Nur Platz 34 hier im Training, das ist nicht gut genug. Da muss ich noch mehr rausholen. Ja, alle Autos zur Seite springen, wenn Michi kommt. Panorama eine Stelle, wenn man ganz runterfährt, links kann man dort springen. Ich bringe nicht auch blöde Ideen. Nee. Über die Mauer rüber. Ja. So, wo ist Tim? Test. Oh, nice. Hey, besser als ein anderes Mikro. Wow. Nein, das ist gelogen. Wow.
Macht Spaß. So, jetzt kann ich aber leider den Stream nicht sehen. Wieso das nicht? Weil das Discord läuft eigentlich im Hintergrund nicht weiter. Separat das Audio muten. Ja, weil du so ein Kack-Android-Telefon hast. Ja, ist doch wahr. Nein. Ich meine, weil es mehr bist. Also wenn ich im Bett liege, habe ich immer den Stream auf dem Fernseher laufen über eine Fire TV Box und Tipp auf dem Laptop. Auf dem Surface. Kann man natürlich auch machen. Zweitgerät. Der Trend geht ja zum Zweitgerät im Bett. Ja, ich habe es eine Zeit lang versucht auf dem Tablet, aber auf dem Tablet tippt sich so schlecht. Oh ja. Und egal, was ich getan habe, ich habe es nicht geschafft, die Autokorrektur hinzubekommen in der Twitch-TV-App auf dem Tablet. Das ist unglaublich nervig. Was sagt ihr zur ersten Kurve? Dritter Gang oder zweiter Gang? Ich überlasse meine Stimme Frank. Wenn er noch da ist. Ich bin noch da. Ich würde sagen, dritter Gang, Michael. Jesus, was ist bloß? Mein Trainer, in Anführungsstrichen, sagt immer, wenn man das Gefühl hat, nicht richtig weiß, lieber zu hoch. Okay, ja. Die Stelle magst du, ne? Ja, die Stelle mag ich echt. Ich verstehe sie aber auch nicht. Es fühlt sich einfach immer gleich an und manchmal trägt es mich halt volle Granate raus, obwohl ich auch innen rüberfahre. Gucken wir mal. Ich fahre innen, na, obwohl ich habe die Curbs nicht getroffen. Ist es das Zeichen? Wenn du die, hey, blöde Curbs nicht triffst, dann war's das. Das ist eine crazy Stelle. Ja, versuch's doch mal. Also wirklich massiv drauf zielen und wenn du da nicht rausfliegst, weißt du, jo. Ja. Brent Hedge und ich weiß nicht, wie das Real ist. Brent Hedge liebe ich. Ich freue mich schon drauf, wenn die kommt. Die kenne ich richtig gut. Die ist ja auch. Die war ja vorige Woche dran oder vor 2 Wochen. Und ah, schade. Da blind reinfahren irgendwo, aber eine Fahrer S war die. Da blind reinfahren, das war nicht ohne. Hallo Niklas. Schön, dass das so aussieht. Sehr, sehr witzig. Aber Niklas, das sieht nicht nur so aus. Nein, Quatsch. Wow. Ja, irgendwie schon. Dann muss ich das ändern. Dann muss ich vielleicht doch nochmal einen anderen Winkel finden für mein Gesicht. Aber ich glaube, nee, das sieht nur so aus. Das sieht nur so aus, wenn du nach links denkst. Mhm. Nach rechts, Entschuldige. Also wenn dein linker Arm so weit übers Bild hinüber geht. Du bist noch zu schwer. Tankinhalt? Kann man das hier... Das kann ich doch gar nicht... Ich glaube, Fix-Setup kann es nicht wechseln. Im Fix-Setup geht das nicht, genau. Eines bitte eher schalten. Mhm. Ungefähr, wo, wenn die Lampe gelb wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die erste Kurve macht mir echt... Da weiß ich gerade gar nicht, wie das mehr geht. Niklas ist zur späten Stunde auch gut drauf. Ein nächstes Mal, wenn er auf sein Gewicht angesprochen wird, schiebt das auch auf den Tankinhalt. Niklas, du kannst gerne mit in den Stream kommen. Komm kuscheln, es ist warm hier. Komm kuscheln, es ist sehr warm. Sehr warm hier. Und Anna war da und hat Liebe dagelassen. Michi hat schon seinen Pulli ausgezogen. Ja. Ich habe für Anna den Pulli ausgezogen, Niklas. Was sagst du dazu? Ich meine, jetzt sehr viele Informationen in sehr falscher Reihenfolge. Anna war sogar gestern im Boys, Niklas. Jetzt kommst du. Nicht nur den Knopf. Aber wenn du mehr sehen willst, musst du zahlen. Hier, OnlyFans oder wie die Seite heißt. Kenn ich nicht. Guck mich nach. Niklas, bei einem T-Shirt geht es leider nicht. Du kannst ja auch hier jetzt in den
Discord kommen. Niklas, kannst du da Nein sagen bei drei Leuten, die dich bebetteln, unbedingt deine Stimme zu hören? Niklas, komm rein. Ich find's ja überrascht, dass er noch wach ist. Was ist noch Wochenende? So, endlich bin ich mal wieder schneller. Ja, weniger verbremst. Ich meine, ich weiß, es macht Spaß, viele Autos fahren. Aber wenn du wirklich besser werden willst, am Anfang auf ein Auto konzentrieren. Ja. Aber mir geht's auch so immer gerne mal anderes Auto. Aber dann vielleicht doch eher auf den Ferrari konzentrieren, der ist nämlich schon ziemlich geil. Ja, der nächste Vorteil ist, wenn du dann später mal zu VHS oder IMSA, nee, IMSA ist er glaube ich nicht dabei, aber wenn du da zu VHS gehst, hast du ihn schon ein bisschen im Gefühl. Oh, Hertel ist auch da, geil. Habt ihr gerade Besprechung gehabt, dass ihr beide online seid? So, wenigstens mal wieder eine Runde hier auf annäherndem Niveau, wo ich mal war. Mal sehen, wo uns das hinspült. Das ist keine Ausrede, Niklas. Hier, Plusmit ist auch über das Smartphone online. Eben, einfach ins... ich war auch eben von der Couch in Voice. Wir haben sowieso die Wette des Jahres. Also wenn Plusmit jetzt gleich einpennt und anfängt zu schnarchen, dann fährt aber die ganze Nacht durch. Das stimmt. Das heißt, wir warten eigentlich alle nur, dass Plusmit endlich einpennt. Also, pssst. Viel zu aufregend. Dabei geht's noch gar nicht um irgendwas. Aber gleich ist, Rennen. Gleich ist schon wieder Rennen, Leute. Kannst ja nicht sehen. Nur, und hier wette ich, bei meinem i-Rating gibt's hier jede Menge Ausfälle. Mit dem Auto ja auch. Ist ja auch eine Crash-Liga, also sagen wir dazu. Eine Crash-Liga? Ja. Allgemein die mit dem Ferrari jetzt, oder? Ja, die Ferrari fixe Setup, ja, ist eine Crashliga. Weil da viele Noobs reinkommen, um mal Ferrari zu fahren. Na, weil das der Übergang von Mazda zu einem echten schnellen Auto ist. Okay. Also die Lizenz und ja. Jetzt ist ein Ferrari schon kein echtes schnelles Auto mehr, oh mein Gott. Ja, doch meine ich schon. Ich meine ja, Mazda ist ja nur langsam. Das erste GT3-Auto ist ja dann diese Serie. Ja. Michael, in der Liga kreuzt sich, also trennt sich quasi die Spreu vom Weizen. Ja. Die Frage, wozu du gehörst, Spreu oder Weizen? This track will be deleted. Wie schön der Spotter aber das Feuer verkauft hat, eine bessere Zeit als vorher. Ja, erzähl, ich hab's leider nicht gehört. Naja, das war einfach so. Es war gut und besser und. Schön. Du kannst den Q-Schief noch einstellen, dass er noch schärfer wird. Dass er dich anschnauzt, wenn du schlecht fährst. Geil. Das muss ich haben, ich brauche Kritik. Sehr gut, das brauchen wir auf jeden Fall bei Michael, dass er richtig schön eingeladen wird. Ich müsste aber selber mal rauskriegen, wo das ist, ich weiß es nämlich nicht. Aber ich weiß, dass es geht. Da müsste es eigentlich viel mehr Sachen. Gibt es auch so witzige, genau so, dass Darth Vader der Spotter für einen ist, so. Naja, gut. Ja, du kannst eine weibliche Spotter, kannst du noch einfügen, ja, das ginge. Wow, Amarinok, wow. Na, hallo. Na, einen schönen guten Abend. Ich wusste, dass du nicht widerstehen kannst. Schönen Abend. Ich bin jetzt tatsächlich gerade in das Gästezimmer hereingeschlichen und habe ganz vorsichtig mein Headset abgekoppelt und habe meine schlafende Gästin, glaube ich, erfolgreich nicht gestört, noch kurz mit euch Auto fahren zu können. Schön. Niklas schleicht sich nachts in Frauenzimmer, habe ich verstanden.
Du, das ist mein Patenkind, was da liegt. Also da musst du mir schon arg Böses wollen, ja? Wow, wow, wow. Okay. Vergiss das. Ja, Niklas, ich hatte den anderen schon erklärt. Ich habe gerade genug von Xbox. Ich kann es gerade nicht sehen, deswegen bin ich auf einmal doch am Stream. Gestern war es genauso. Manchmal ja, muss man auch den Kopf. Manchmal muss man den Kopf einfach freikriegen. Aber ich hoffe, die Pause hat dir gestern trotzdem gut getan. Ja, also nicht nur gut getan, ich habe sie gebraucht. Ich habe gestern bis 1 Uhr nachts trotz Streampause an unserem Podcast gesessen und oh ja, bin sehr froh, dass ich es gemacht habe, weil es eine wichtige Folge war. Ist schon draußen? Ja. Ja, heute 17 Uhr ist sie rausgekommen, also beziehungsweise jetzt schon gestern mit Blick auf die Uhr. Ja, was meinst du, was ich gleich zum Einschlafen höre? Ich weiß nicht, ob er so zum Einschlafen ist. Das halte ich aber für ein Gerücht. Nee, ich brauche doch nicht zum Runterkommen. Das heißt, ich höre wirklich den kompletten Podcast. Wie lange ist er geworden? 1,5 Stunden. Ja, wunderbar. Es passt perfekt mit meinem Adrenalinpegel. Ich bin übrigens sehr froh, dass ihr mich endlich hier auch nochmal im iRacing-Chat habt, damit ich offenbaren kann, wie wenig Ahnung ich von Autos habe. Das ist aber ich glaube, okay, dieses Ding, was Michi da in den Händen hält, ich glaube, damit kommt er immer um die Kurve. Ich glaube, das ist sozusagen so der Flight-Stick. Du hast auch keinen Führerschein, ne? Ich habe keinen Führerschein, das ist korrekt, ja. Oh. Willst du auch keinen oder einfach nicht dazu bekommen? Bitte? Ich sagte, ich durfte tatsächlich relativ lange keinen machen. Wieso das? Weil ich so ein krasser Verbrecherboss bin. Und die Staatsgewalt vor mir zittert. Nein, Quatsch, natürlich überhaupt nicht. Ich hab eine sehr lange ungeklärte genetische Herzinsuffizienz gehabt. Und bis ich einen Herzschrittmacher bekommen habe, durfte ich keinen Führerschein machen, weil ich manchmal spontanes Bewusstsein verloren hat. Und das ist ja, wie man bei Michi gerade sieht, auf der Straße nicht schlecht. Unbedingt so praktisch. Ja. Warum nicht in einem Ferrari? Ja, okay. Hast du noch oder brauchst du gar nicht mehr jetzt hier in Berlin? Nee, ach, in Berlin. Ich hab, irgendwann werde ich es bestimmt mal machen, weil meine Freundin genervt ist davon, dass immer sie fahren muss. Aber ansonsten, irgendwann dann. Oh, schön, Michi. Danke. Ich glaube, genau so muss man es fahren, oder? Ja, das war, wenn man die Viewer behalten will, muss man es so machen. Sind noch alle wach? Ja, und Anna hat vorhin tatsächlich im unser Gespräch, was wir vorhin hatten, wir haben nächste Woche ein sehr, sehr wichtiges, großes Seminar, aber sie hatte trotzdem erstmal sich genüsslich die Zeit genommen, davon zu berichten, wie sie im iRacing-Stream dabei war. Sie war sehr stolz und hat sich sehr darüber gefreut. Schön. Hat sie dann auch erwähnt, wie sie mit Nehmer zusammen... Sie ist mega engagiert und findet es auch richtig interessant. Man merkt das, das ist cool. Ja. Es ist aber auch wirklich, also es ist wirklich spannend, dir dabei zuzugucken. Also tatsächlich wirklich, sogar für jemanden, der keine Ahnung und kein großes Interesse an Autos hat, aber wie du dann doch die Sekunden da dich in den Runden verbesserst, oder zumindest auch mal ein paar nur Millisekunden, ist ja tatsächlich eine große Wissenschaft hinter, ne? Ja. Ja, es wäre schön, wenn ich jetzt tatsächlich mal hier wieder was grün halten könnte, was da oben ist, weil ich kann ja nicht sein, dass ich hier mich permanent nicht mehr verbessern kann in diesem Auto. Das ist ja aber auch das Interessante für mich, weil ich kenne ja auch die Top-Fahrer. Die gucke ich nicht gerne zu. Weil es gelinde gesagt langweilig. Mhm. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern die fahren ja von davor Platz 1 Pool und da fahren die weg und dann ist es langweilig. Ja, was ja auch genial beim Zugucken ist, entweder fährt er erfolgreich und man freut sich damit, wie gut es läuft, oder er crasht, dann ist es sehr unterhaltsam. Aber egal wie, es ist spannend. Egal wie, es ist spannend. Ja, es ist halt der gute alte Underdog-Effekt, ne? Also ja, jeder mag eine gute Underdog-Story. Genau. Ja, naja, Niklas, also, du hast uns jetzt gerade verraten, dass der Sebastian dich eigentlich auch ab und zu fährt. Yes! Das stimmt, das war vor allem zu Schulzeiten, wir sind ja tatsächlich zusammen zur Schule gegangen, war das gang und gäbe, dass der liebe Sepp mich im alten Mercedes durch die Gegend kutschiert hat. Oh, Mercedes, das passt so sehr zu ihm, das ist krass. Ja, ja. Ach, zu viel. Also ich glaube, so langsam kriegen wir unseren Server voll, oder? Den iRacing meinst du jetzt? Ja. Nee, Discord. Ja, beides. Kommt drauf an, zählt denn Plusmeet noch? Morgen Plusmeet, hallo? Okay, er hat dir schon Hallo gesagt.
1,28,0 bin ich jetzt gefahren. Immer noch nicht die 1,27 geknackt, aber wenn wir uns mal erinnern, ich bin hier auf der Strecke mit 1,35 gestartet. Und jetzt inzwischen 7 Sekunden schneller. Die schnellste Runde jedem fünften Anlauf. Ist immer noch 1,24,8. Also, oh. Ich denke ja, meine 1,27 kann ich noch knacken, aber ich glaube, selbst die 1,26 ist für mich nicht erreichbar. Es fühlt sich jedenfalls nicht ansatzweise so an. Du musst immer nach dem Besseren streben, Michael, sonst ist die Motivation weg. Ja, ich strebe immer nach dem Besseren. Ich habe ja auch schon gesehen, ich habe hier noch 2/3 Zehntel liegen, aber mehr halt nicht. Und ich weiß bei den anderen nicht, wo ich anfangen sollte. Da müsste mir jetzt mal einer sagen, hör mal auf, in Kurve 1 so spät Gas zu geben oder sowas, damit ich wirklich weiß, wo ich überhaupt ansetzen müsste, was ich ausprobieren will. So, bist du nicht ein klein wenig ungeduldig? Du fährst noch nicht mal eine Woche. Ja, das war Michael normal, aber Michael, was du halt auch machst, was mir auf jeden Fall auffällt, sobald du ein anderes Fahrzeug vor dir hast, konzentrierst du dich nicht mehr auf die Strecke, sondern auf das Fahrzeug. Und das solltest du, glaube ich, nicht machen, weil du fährst eigentlich schon eine richtig gute Linie, wenn du keinen vor dir hast. Darauf solltest du auf jeden Fall auch mal achten. Und, wie schon gesagt, du nimmst teilweise die Kurven, wenn ein anderes Fahrzeug vor dir ist, komplett anders, als wenn du alleine fährst. Wenn du alleine fährst, nimmst du die Kurven richtig gut mittlerweile. Das sieht man einfach auch. Versuch dir einfach mal, dieses Fahrzeug, was da vor dir ist, einfach wegzudenken. Achte da mal nicht auf die Farbe oder keine Ahnung. Guck, die sehen so schön aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber achte mal irgendwie, genau, achte einfach mal auf den, auf die weiße Außenlinie am Fahrzeugrand. Versuch das mal zu fokussieren und nicht die Fahrzeuge. Und dann fährst du eigentlich ziemlich gut. Das fällt mir jedes Mal bei dir auf. Sobald ein Fahrzeug bei dir im Blickfeld ist, bist du davon irgendwie abgelenkt. Bin ich im Mario Kart-Modus. Dran denken, wenn das Fahrzeug vorne ist, etwas eher bremsen. Durch den Windschatten musst du eher bremsen. Also, das ist wichtig. Du kannst auch eher bremsen. Na ja, aber wenn zum Beispiel jetzt der Michael jetzt dieses Fahrzeug mal ignorieren würde und er fährt seine Linie und er ist dann vielleicht auch schneller, dann geht er vielleicht auch mal eher hin und sagt, okay, alles klar, der ist langsamer als ich, ich setze da jetzt mal eine Attacke an oder überhole den oder fahre einfach so, dass ich den quasi kriege. Wenn aber der Michael sich mal die ganze Zeit an dem Fahrzeug orientiert, entsteht vielleicht der Eindruck, dass er dann einfach sagt, okay, ich bleib hinter dem Fahrzeug, macht dann vielleicht extra Fehler oder unbewusst Fehler bei den Kurven. Glaube ich, das auch am Anfang nicht machen, weil der fährt eigentlich. Ich meine, wenn man die jetzt gibt von Hartl auch noch einen Kommentar, der sagt, lieber etwas früher bremsen, um schön durch die Kurve zu kommen und früh beschleunigen zu können. Besser aus der Kurve kommen ist schneller, wie zu spät zu bremsen. Gerade bei, wenn es so viele Geraden gibt wie hier, das stimmt. Aber das ist in der Liga dann auch gefährlich, wenn du zuzeitig bremst, fahrst du da hinten drauf. Also daran musst du auch denken. Niklas, du hast gerade noch eine Frage gestellt gekriegt. Willst du sie beantworten? Hat er schon. Ja, hat er schon. Ich wurde gefragt, wer die weibliche Stimme im Podcast ist. Das hat der liebe Herr Tell, der ja auch einer von unseren Podcast-Hosts ist, beantwortet. Ja, das ist nämlich Wanda und meine Lebensgefährtin. insofern kann ich es sehr verstehen, sich in ihre Stimme zu verlieben. Und gleichzeitig habe ich gerade zum ersten Mal gecheckt, warum Tai and Fun heißt, weil das ist Typhoon. Das ist ja richtig clever. Stimmt. Ja, und Sepp hatte natürlich recht übrigens, Tai. Du kannst, die in den letzten paar Folgen sind einige dabei, da ist Wanda tatsächlich den ganzen Podcast über da, insofern, da kannst du dann ein bisschen ihre Stimme auftanken. Stimme auftanken, geil. Ja, du mal bitte so nett, mir deinen Podcast einen Link zu schicken. Handyadress, genau. Ja, da kann... Ich wollte gerade sagen, warum gibt es bei dir eigentlich noch nicht Ausrufezeichen Handyadresse? Ja, das ist eine Frechheit. Warum bist du eigentlich nicht Admin und kannst das einfach schon selber machen? Tut mir leid, kann man den Admin nochmal den Link posten? Ah ja, Race, danke. So, Niklas, ist dein erstes Live-Rennen, ne? Nee. Oh, nee. Ich hab mehr von deinen Rennen gesehen, als du denkst. Oh ich Gott, wusste oh genau, Gott. Wenn ich in den Chat schreibe, dann zwingt er mich doch wieder in Discord zu kommen. Das oder ich wäre auch total flattering geworden und so, oh mein Gott, Niklas, guckst du? Genau, ja. Ah.
Wobei, um, wie heißt es hier, Schimpanse zu zitieren, Handyatris ist jetzt auch nicht unbedingt einfach auszusprechen oder zu merken als Command. Vielleicht solltet ihr euch da was Handlicheres überlegen. Ach, Quatsch. Ausrufezeichen Podcast. Wir wollen ja ein bisschen Etepetete sein, weißt du? Das stimmt. Die Leute, die an Handyatris scheitern, sollen auch nicht zuhören. Bums. Genau so. Okay, da muss ich gestehen, ich habe gestern überlegt, was das überhaupt heißen soll. Also bin ich auch raus. Na, aber dann erklären wir es ja. Das ist griechisch und steht für 1 durch 3. Hen, Diatris. Weil wir zu dritt ein Thema besprechen. Witzig, ich hab gedacht, das kommt von Hentai. Natürlich. Dachte, was für perverse Schweine. Auch nicht schlecht. Bobby, Hentai, wir gehen einfach direkt einfach aus dem Stream raus. Das war Hentai-Tetris, das ist was anderes. Du meinst, unser intellektuelles Niveau passt ja einfach nicht rein, oder? Ja, guck mal, wir durften uns heute schon zweimal so ein paar Kommentare anhören, von daher irgendwann sagen wir dann, nee, mach mal dein Ding alleine. Tschö. Ja, aber streamt sowieso viel lieber ohne, fährt sowieso viel lieber ohne uns, ne? Genau, die Siege fährt er ohne uns und dann zeigt er uns das dann einfach jetzt später. Kommt der aber. Jetzt kommt er aber. Ach, ist das Mikro noch an? Oh, Entschuldigung. Jetzt kriegst du es ein bisschen zurück, Michael. Wir brauchen dann den schärferen Teamcoach von dir als Engländer, der dich dann ein bisschen anfeuert, mal ein bisschen aggressiver, besser zu fahren. Ich finde die Erklärung von GB denn übrigens geil. Wir sitzen bei den Aufnahmen nackt da, deswegen Hentai. Ich will einiges erklären. Boah. Mhm. Kein Kommentar. Ich kann das weder bestätigen noch dem widersprechen. Aber dein Kollege hat es auf jeden Fall kommentiert, Niklas. Mit Ja, selbstverständlich. Mir ist klar, dass ich nie wieder einen Podcast von dir hören kann, ohne komische Gedanken zu kriegen. Naja, du musst dir einfach vorstellen, dass wir uns ja im Video auch nur den Oberkörper sehen können. Ja? Oder halt nur den Unterkörper. Dann hast du schon eine Szene, mit der du wieder leben kannst. Das wäre eigentlich ein witziger Podcast, wo sich nur die Unterleibe unterhalten. Fahr du mal dein Rennen. Ja, ja. Achso, es war nur Practice. Bin schon so verloren gewesen. So, Qualifying. Also das die größte Herausforderung sind Kurve 1 und Kurve 2, weil ich da einfach keine Linie habe. Nach wie vor. Der Rest, finde ich, geht. Aber solange ich da schwimme, wird das nie super werden. Man sagt doch, Übung macht den Meister, oder? Ja, aber ich weiß hier echt noch nicht mal, was ich überhaupt üben soll. Was ist hier die Linie? Ist sie eng? Ist sie außen? Du kannst da auch Fehler machen, die schleift sich dann ein, du musst da aufpassen. So, ja, aber sag ihm doch mal bitte einer, wie es richtig geht. Ich kenne die Strecke auch nicht so. Ich weiß halt nicht, das ist das Doofe. Ja. Achso, wir sind also ein tatsächliches klassisches Expertenteam. Ja. Ja, genau. Also, keine Ahnung, warum Fahrer hier jetzt Zeit am Talken. Genau, der beste Fahrer hier in diesem Channel ist Michael. Auf dieser Strecke zumindest. Da gibt es bestimmt ein gutes Erklärvideo irgendwo. Alex schlägt richtigerweise vor, doch vielleicht auf der Strecke zu bleiben. Das geht ja eigentlich inzwischen. Meistens. Außer wenn Frauen da sind. Genau. Wenn niemand da ist, dann nicht. Da ist irgendwo gerade ein ganz schlechter Witz, der irgendwas mit Kurven zu tun hat. Wow. Nee. Uff. Also bitte, so niedrig sind wir doch noch nicht gesunken. Nein, wir hatten gestern das Phänomen, dass Nehmer und Anna... Okay, sind wir doch. Aber trotzdem hatten wir gestern das Phänomen, dass Nehmer und Anna hier im Discord waren. Und das hat Michael überhaupt nicht vertragen. Da ist er nur noch von der Strecke geflogen. Das kann ja aber auch eine Korrelation gewesen sein. Da muss ja keine Kausalität vorliegen. Als sie weg waren, ging's? Naja, okay, egal. Vielleicht gab es irgendeine verrückte Drittvariante. So geht's auf jeden Fall schon mal Michi nicht, hatte Michael. Sein Bier letztendlich wieder abgebaut Gott. Oder so. Ja, aber also das war so auffällig, dass Michael die Kurve, in der das dauernd passiert ist, sogar Nehmerkurve getauft hat. Hier ist das, wo ich jetzt gerade bin. Michael. Naja, das funktioniert also auch ohne Nehmer nicht gut. Das ist doch schön. Wieso? Wir reden doch die ganze Zeit schon über sie. Ja? Der Patel hat gerade noch was im Chat geschrieben. Also von außen nach innen. Von außen anfangen, ja. Scheitelpunkt innen und beim Beschleunigen wieder. Das ist schon klar, also das ist ja basic. Das weiß ich schon an sich auch. Das ist in der ersten halt so schwierig, weil es halt so eine halb langgezogene Linkskurve ist, die keinen richtigen Scheitelpunkt hat, gefühlt.
Aber wolltest du nicht sowieso vorgestern oder wann auch immer diese Idee verfolgen, dass du mal dein Rennprofil hier auf diese Seite hochlädst, wo man das Idealprofil gegenüberstellen kann? Ja, das habe ich sogar ja auch gemacht. Ich hatte das hatten wir doch gestern. Ich habe mir das dann angeguckt und das bringt überhaupt nichts für mich. Okay. Also da bin ich einfach noch nicht nah genug dran, um da überhaupt irgendwas Sinnvolles rauszuziehen. Die sind halt auch überall viel schneller. Ja, Versuch war es wert. Was? Ja. In der Kurve hat er Nehmer Qualitäten. Wo ist eigentlich unser schlechtes Wortspielkasse hin? Also ich habe da schon eingezahlt, allerdings nicht für so eine Nummer. Ist ja eigentlich nicht so ganz mein Meter. Dein Meter? Mein Metier oder auch mein Meter, um in Gaming-Language zu bleiben. Gaming-Lingo. Also für mich sieht das die ganze Zeit aus, als würdest du relativ schnell Auto fahren und dann stehen da Zahlen. Aber was die Zahlen bedeuten, weißt du schon, ne? Dass wenn es rot ist, dann bin ich langsamer und wenn es grün ist, bin ich schneller. Ja, doch, das habe ich mitbekommen. Ich weiß sogar, dass du sie mit Tab an- und ausschalten kannst. Mit Space. Nee, mit Tab, du hast recht. Du hast recht, nee, ne? Du weißt, ich war noch dabei. Du solltest fahren. Ich sollte nicht fahren, aber ich kann diese Leiste an- und ausschalten. Adel, du ist überhaupt kein Klugscheiß. Nein, an- und ausschalten. Nein, das ist super. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass man die Basics einfach wieder vergisst. Ne? Dann fängt man an, sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Da ist das schon hilfreich, da auch nochmal dran erinnert zu werden. Niklas, du musst dir das einfach so vorstellen, dass der Michael da einfach trainiert, wie er morgens, wenn Corona vorbei ist, zur Arbeit fährt. Mehr ist das nicht. Das wäre schön. Weil da also mit anderen Worten, er wohnt direkt neben Heise, aber fährt ein paar Mal im Kreis dahin? Ich wohne bei Heise, genau. Fahr dann ein paar Mal im Kreis und parke wieder. So kann man es auch machen. Und beim Parken fährt er alle auf der rechten Spur um, weil das geht im Rennen auch. Mach einen Pitstop zu Hause. Also die erste Kurve ist immer noch, die ist einfach nix. Aber stell's doch einfach ein bisschen vor wie Mario Kart ohne Panzer und Bananen. Die Zeit war jetzt trotzdem nicht ganz schlimm. Ich weiß gar nicht, ob die hier irgendwo steht, aber... 1,29,3 oder was? 1,28,3. Bäh. Und dann steht sie da noch nicht. Ja. Bäh. Richtig schlecht. Da kann ich ja noch nicht mal mit den Top 10 rechnen. Schon auch. Vorsicht! Maniti Hohenstein hat gerade ein paar Bananen nach dir ausgeworfen, also jetzt musst du doch in Mario Kart-Manier ein bisschen aufpassen. Und vor allem in 6 Minuten musst du den Plusmit dran erinnern, dass er noch im Stream ist. Ach, hat der Plusmit angekündigt, dass er bis mindestens 12:30 bleibt? Den Start muss er mitmachen, also schlafen. Ja, eben. Aber du siehst echt das Geschehen, nicht? Du hörst nur zu, du fehlst, sagt ja. Hier Alex auch, du fehlst einfach. Oh. Oh, wenigstens nichts Böses mehr abgeholt. Ich habe heute gehört, dass Streamer nur das im Chat lesen, was sie lesen wollen. Ja, das ist ich glaub, auch das war dafür gleich habe ich auch gerade gedacht, Bobby. Das ist auch so. So, die Resultate sind drin. Wir sind auf Startplatz 12. Das ist ja mal richtig schlecht. Ja, super. Nein, ja, ich gehe mal davon aus, du bist nicht ein Button-Split. Also, nee. Und da ist das 12 nicht so schlecht. Okay. Also, das ist doch irgendwo eine Durchgangsliga. Wir müssten da doch mal gucken, was sind hier vor uns? Ist iRating 1.2, 1.2, 1.3, 1.2. Also, die sind alle mein iRating. Das ist. Ja, wenigstens sind zwei safe Driver vor mir. Die haben schon C1.8 und C1.6. Könnte man Niklas Bild nicht im Rückspiegel im Stream einblenden? Ich bin es gewohnt, dass er auch zu sehen ist, wenn er spricht. Du winkst immer so im Rückspiegel, so, hallo! Das würde bestimmt es noch besser machen hier. Da würdest du noch schneller fahren, Michi. Auf jeden Fall. Weil du die ganze Zeit Angst hast, dass ich dich von hinten einhole. Ja. Oh Leute, ich habe kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl. Ich glaube, das wird crashig und dann sind Leute hinter mir, die schneller sind, und dann räumen sie mich ab. Erinnerst du dich auch noch an das Rennen, wo du vor dem Rennen gesagt hast, jetzt wird's richtig geil laufen, passt auf? Ich auch nicht, richtig.
Ja, das Schlimmste ist, wenn du Leute hinter dir hast, die schneller sind ja. und keine Quali gesetzt haben. Ja. Das hasse ich auch immer. Ja, aber ich muss Teil zustimmen. Ja, Bobby? Ich muss Teil zustimmen. Wenn du endlich mal aufhören würdest, den scheiß Chat zu lesen, dann würdest du auch nicht mit 1% der Nehmerkurven rausfliegen und dann würdest du... Also an der Aussage ist natürlich vieles wahr, allerdings ist vollkommen unwahr, dass es Scheiß-Chat heißt. Das ist natürlich gelogen. Nein, das ist kein Scheiß-Chat, sondern es ist darauf bezogen, dass du das nicht während dem Rennen lesen solltest, sondern diesen fantastischen Chat bitte außerhalb des Rennens bewundern sollst. Ich habe gerade echt null Selbstbewusstsein, dass ich ohne Crash überhaupt die erste Runde vollende. Das ist krass. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass auf jeden Fall ich in der Box bin nach Runde 1. Mitternachtsdepression, ja. Oder was ist das dann, hier gerade? Dann geh jetzt schon mal in der Blackbox rein und nimm die Reifen raus. Okay. Was die Reifen du, wenn du kann jetzt ich gar nicht rausnehmen. Fuel mache ich weg und Windshield tear auf, aber wo kann ich die Reifen rausnehmen? Konzentrier dich jetzt auf den Start, mach mal auch nochmal. Das geht gleich los. Da sind Tires, ja, die mache ich raus. Immer der Reihe nach. So. Ist doch eh ein Rolling Start. Oh Gott, ja, hier war das. Ohne Reifen fahren, das ist eine schlechte Idee. Nein, es geht darum, wenn er in der Box geht, ja. dass keine Reifen gewechselt werden. Ja. Ich fühle mit. Jetzt geht das schöne Safety Rating wieder runter. Michael, entspann dich. Ich fahre nur noch Mantra. So viele kaputt. Ich entspann dich. Mein Güte, du bist ja wie ein Drittklässler vor der Musical-Aufführung. Ja, genau, das ist das. Genau, mir auf dem Ohr. Genau, Michael. Ich müde mich jetzt schon. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Lenkrad gerade ist. Ah. War Gas links oder rechts Hilfe? Jetzt hatte ich kurz nicht nachgedacht. Nicht rückwärts fahren. Nicht rückwärts fahren. Geht gar nicht gerade. Ich muss sagen, jetzt bin ich auch aufgeregt. Hör jetzt auf damit, bitte. Es ist schon ein bisschen so die Erwachsenen. Die möchte gerne Erwachsenen fahren hier gerade. Kupplung langsam kommen lassen. Ja, okay. Ich habe gerade tatsächlich überlegt: Oh Gott, muss ich jetzt eigentlich auch irgendwas drücken, damit der losfährt? Okay, es geht los, Leute. Los, jetzt Fokus. Follow car number 6 in the left column. Abgebockt. Vergiss nicht, wir lieben dich trotzdem. Oh, das war ein guter Kommentar. Niklas, wir haben aber auch schon rausgefunden, wenn wir den Michael loben, dann baut er Unfälle. Nein, das war gut. Das war nicht loben, das war einfach nur schön. Nehmt euch ein Zimmer. Okay. Wozu? Dafür haben die doch ein Riesenhaus, dass man sich da noch ein Zimmer nehmen muss. Eieiei. Green. 15 minutes left, that's 15 minutes. Denk dran, deine Reifen sind noch kalt, Michael. Ja. Car left. Nein! Seht ihr genau das? Ah. Fuck. Es lief richtig gut bis dahin. Wir waren. Ja, weil die nicht bei dem Unfall nicht auf der Bremse bleiben. Oh! Ja. Ich glaube, ich muss in eine Box, das Lenkrad ist schief. Bitte. Wir waren richtig weit nach vorne gerutscht. Wie viel schief ist es denn? Kannst du gar nicht vorne oder geht's noch? Es geht noch, aber es ist schon ganz schön schief, du siehst das ja. Ja, also ich bin schon so 24 Stunden gefahren. Na gut, dann fahre ich weiter. Dann fahre ich weiter. Danach kannst du gar nicht mehr normal fahren, wenn das 24 Stunden machst, oder? Ja, du greifst einfach das Lenkrad dann ein bisschen anders an. Das geht bei mir gerade so schlecht. Nee, aber ich kann da nicht reinreden, musst du entscheiden, ob das gar nicht geht oder ob es geht. Nein, ich kann so versuchen zu fahren, ich weiß halt nicht, ob das sinnvoll ist, das werden wir schon noch sehen. Also wenn es geht, fahr weiter.
Was sagt denn Franks Gehör zu dem Autoschaden? Also ich würde sagen, der hat irgendwas auf jeden Fall abbekommen. Aber ja, das sieht man auf jeden Fall. Wenn jetzt, also ich meine, das muss Michael ja eigentlich im Lenkrad oder in den Pedalen merken. In den Pedalen merke ich gerade gar nichts, aber ja, das Lenkrad ist halt schief. Mehr merke ich noch nicht, zum Glück. Aber sonst verzieht er nicht? Noch nicht, nee. Oh, doch. Oh. Also über Curbs fahren war jetzt auch ein Problem direkt. Ach, es ist ja auch scheiße. Jetzt habe ich schon so viele böse Punkte. Ist das der Fachbegriff eigentlich? Böse Punkte? Böse Punkte ist, das heißt das bei mir. Ja, das 6 Stück hat er schon. 6 Stück. 7. Eieiei, 7 böse Punkte da. Du, bei 17 werde ich disqualifiziert, Niklas. Dann war es das mit iRacing. Hast du disqualifiziert oder hast du, oder du kriegst eine Durchfahrtsstrafe? Nee, disqualifiziert direkt. Okay. Ja, aber nur für das Rennen. Ja, ich weiß. Aber es geht bei VS, was du kriegst, eine Durchfahrtsstrafe dann. So, ich werde es jetzt austesten, was genau passiert mit meinem Auto. Ich werde nämlich jetzt diese Kurve versuchen zu fahren, wie ich sie fahren würde. Und entscheide, dass ich das nicht so fahren möchte. Nee. Ja, man hört schon, das macht keinen Sinn. Ja. Der zieht voll ab. Frank, unser Autoflüsterer, sagt, das geht nicht. Ich sag, da kann ja keiner reinreden, du musst dich selber entscheiden. Ich wollte es gerade sagen. Frank hört Schäden, das finde ich hoch beeindruckend, also hört die wirklich. Ja. Das Krasse ist jetzt, dadurch, dass ich natürlich jetzt nicht gefahren bin, jetzt werden mich alle wieder überholen, die in die Box gefahren sind, die jetzt noch theoretisch hinter mir sind. Ja, das Rennen geht noch ein Stück. Ja, ist halt jetzt nur die Frage, ob es Sinn macht, weiterzufahren mit dem Schaden und der Michael dreht sich jetzt ein paar Mal oder ob man jetzt... Das ist auf keinen Fall, das ist auf keinen Fall. Vor rein, genau. Weißt du, als Faustregel für die Zukunft, wenn es das Lenkrad verzieht, dann ab in die Box, egal. Ja, ja, genau. Nee, würde ich nicht so super sagen. Das muss man wirklich vom Gefühl haben. Ich, so oft genug geht's, dann ist das Lenkrad bloß ein bisschen rum, aber man kann trotzdem noch ordentlich fahren. Ja, das also bis jetzt, aber bis jetzt jedes Mal, wenn wenn Micha versucht hat, weiterzufahren mit dem verzogenen Lenkrad, irgendwann hat es ihn ganz böse erwischt dabei dann. Es kommt darauf an, wo der Schaden ist. Ich wollte gerade sagen. Wenn es auf der Hinterachse ist, dann muss man reinfahren. Ist es aber auf der Vorderachse, ist bloß das Gestänge ein bisschen krumm, dann kann man weiterfahren. Ja gut, aber woran erkennst du das? So wie er es gesagt hat, der Schaden. Also das Fahrzeug zum Beispiel, was jetzt bei Michael ja war, ist ja komplett hochgegangen. Das ist ja, also das Fahrzeug hat sich ja, es war quasi in der Luft oder wurde quasi von den anderen hochgeschoben. Und dadurch kannst du zum Beispiel einen Schaden in der Lenkung bekommen. Wenn jetzt aber das Fahrzeug zum Beispiel von Michael am Boden bleibt und er wird nur geschoben und die Lenkung von Michael ist nur minimal beeinträchtigt, dann kann er mit so einem minimalen Schaden auf jeden Fall besser weiterfahren, als wenn sich das Fahrzeug hebt oder und jemand anders rutscht quasi unter ihm drunter durch. Können wir uns dann einen Replay angucken? Ich gehe davon aus, ihn hat der hinten an der linken Achse erwischt, an der hinteren Achse. Er hat ihm auf jeden Fall die Lenkung verzogen. Stimmt. Sehr stark. Ich persönlich riecht das alles ja. Repariert. Ich habe direkt gemerkt, das riecht irgendwie nach verzogener Hinterachse. Ja. Siehst du, Bobby? Also der Niklas riecht das. Ist top mein. Ja, der eine hört nur zu, der andere riecht nur zu. Also ich fühle mich nicht, dass ich noch zugucke. Ja. Der vierte pennt. Nee, leider ja nicht. Oder zum Glück, dann kann ich gleich noch selber ins Bett. Ja, wobei er reagiert nicht. War jetzt quasi eher so ein Test. Plusmiet sitzt hinten in der Mitte und ist so eingeschlafen und fällt immer wieder mit seinem Kopf runter und wacht dann auf, wenn Michi mal rücklich fährt. Genau, also eigentlich will der hinten im Also was interessant wird, sich dann auch noch vor allen Dingen anzugucken, aber was hätte ich anders machen können, um vielleicht diesem Crash zu entgehen, weil ich wurde ja abgeschossen. Das ist ja schon so. Ich war ja gut dabei und dann kam aber einer halt voll in die Seite. Aber ich gehe davon aus, der hat die Bremse nicht gehalten und
du hättest vielleicht ein Stück eher nach rechts gekonnt, aber das muss man dann mal angucken. Michael, das sind dann irgendwann Reflexe. Wenn du das fährst, Radsituation, dann hast du reflexartig einfach so, wie es jetzt gerade gesagt hat, den Reflex nach außen zu fahren, ob es jetzt links vorbei ist oder rechts vorbei. Aber das sind am Anfang so viele Sachen, die auf einen einwirken. Da ist das völlig normal. Da sollten wir jetzt aus meiner Sicht weggekommen haben. Ganz ehrlich. Es gibt sowas. Ärgerlich, oft, aber normal. Oftmals ist es sogar besser, wenn der nach rechts fährt. Also da ist ausgebrochen, da Gegner fährt nach rechts. Das ist auch oftmals besser, nach links zu fahren und dann um ihn rum. Yellow flag, caution. Genau, hoch, ne? Im Chat hat GBDen übrigens gerade korrekterweise bemerkt, dass wenn wir jetzt noch jemanden finden, der die Hinterachse schmecken kann, sollten wir dringend eine Boygroup gründen. You wie are nennen wir sie die? My tire. Und wie nennen wir sie die fünf Sinne, oder was? Oh yes! Halfway home. Fuel is fine. Ihr habt es aber... Ist Sebastian noch da? Komm, Sebastian. Die unbekannte Stimme kann eigentlich fast nur Niklas sein, oder? Nee, nicht gemein. Der Hohenstein oder der Marian? Der Marian. Dr. Marian wohlgemerkt. Genau. Was ist denn jetzt los hier? Also irgendwas verstehe ich auch nicht. Also ich werde noch disqualifiziert einfach, weil ich jetzt ständig abfliege. Und zwar immer in Kurve 2. Neun Strafpunkte. Ja, ich sag ja, das ist I-Rating 30 runter und Safety-Rating auch 0,3 runter. Wenn ich ankomme. Das ist nur, weil du dich schon psychisch drauf eingestellt hast, dass es schlecht wird. Nee. Das, da kenne ich mich eigentlich ganz gut. Es war auch Pech. So, den 17. haben wir hinter uns, 13 Sekunden. Den will ich jetzt nicht noch verlieren, den Platz. Hat das bei euch auch gerade geblitzt? Ja. Ja. Okay. Dann bin ich Blitzer gefahren. Ist selbst schuld, wenn die ganze Zeit so schnell fährst. Das wird teuer. Da haben sie nicht die momentan alles ausgesetzt mit dem Strafkatalog oder wie? Alter, Pierre Boinet hat mal eben 6 Sekunden in der Runde auf mich aufgeholt. Warum? Ja, du bist ja auch aus der Strecke rausgeflogen. Warum ist der denn jetzt... Ich habe gar keinen Grip mehr. Kann das sein, dass meine Reifen was... Dass ich die Reifen hätte vielleicht besser wegfinden sollen? Hast du die abgemacht vorher, wie viel gesagt? Nee, das wäre also, wär mir ganz neu, dass du die Reifen jetzt wechseln musst. Die kann man dann mal angucken, wenn du fertig bist. Das sehen wir. 5 Minuten left. Fährt sich denn so anders jetzt? Es fährt sich ganz anders, ja. Es fährt sich total slippery. Free Waver hat ja schon von Anfang an gesagt, du sollst nicht ohne Reifen fahren. Er wies sich am Ende dann doch als richtig, ja. Ja, der Boxenstopp war auch auffällig kurz, ne? Ja. Ich habe ihm ja gesagt, also man fährt das so. Wenn man eine Fahrstrippe hat, nimmt man den Reifenwechsel raus. Hey, wieder einen Platz aufgeholt. Nee, das, ich habe mich entrundet. Achso, schade. Aber so beginnen die größten Success-Stories, sich entrunden. Das ist die richtige Einstellung. Schreibt übrigens, dass du gefühlt zu schnell in Kurve 2 reinfährst, weil dir immer das Heck ausbricht, wenn du längst in der Kurve. Danke für das Feedback. War jetzt auch mein Eindruck, aber ich bin froh, dass er es gesagt hat. Okay, jetzt war ich safe, aber gefühlt auch viel langsamer. Du hast es aber auch geschmeckt, Niklas, ne? Ja, gut, aber schneller als rauszufliegen. Genau.
Übrigens, aber gute Nachrichten. Irgendwann in diesem Rennen bin ich offensichtlich eine 1:27.5 gefahren. Und zwar die letzte Runde. Das ist mal eben eine halbe Sekunde schneller als das, was ich quasi gedacht hätte, was ich fahren kann. Ja, war sonst immer eine 1:28 irgendwas. Ja. Ich sag's doch, alles die Psyche. Und andere Autos, die reinfahren und sowas. Ja, und dass der Niklas auf jeden Fall auch noch dazu gekommen ist, ne, Niklas? Genau, klar. Psyche spielt bei dieser Sim eine große Rolle. Ja. Ja, siehst du da. Der Profi sagt's auch. Der Motorenflüsterer. Der Motorenflüsterer ist Frank. Ach, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre der Motorenabhörer. So, ja, gut. Wie man es nimmt, ne? Wer flüstert hier wen zu? Ach, jeder redet durcheinander. Wir werden als 28er. Wird nicht deine Lieblingskurve, oder? Nee. Es ist doch eine blöde Kurve. Ich kenne nur die kurze Variante von der Strecke, da brauchst du die nicht. Da geht's dann geradeaus fast weiter. Ja, für mich ist es einfach nur gedärter Feldweg. Ja. Wie weit ist denn der Typ vor mir oder die Dame? Also, in meiner Runde. 1:17. Oh Mann. Okay. Motivation down. Du, that song. Die fährt auch gerade als 27er rum. Timing sieht wie in so einem Langstrecken aus. Eine Runde, drei Runden. Als Tipp geben kann, was auf Namen mit südländischen Namen auf, von meist ziemlich aggressiv. Du hast noch eine realistische Chance, ihn einzuholen. Oder sowas. Ja. Pablo Javier Ruiz bekommst du noch. Seine schnellste Runde war eine 1:27.3. Habe ich das richtig gesehen im Augenwinkel? Nee, hast dich verlesen. 1:29.3 stand da. So. Naja. So wie der Michael, 1:29.6. Genau. Was hast du für eine Grafikkarte drin? Eine Vega 64. Ja. Wieso? Weiß nicht, ob die, weil du eine Mittel, den Schirm noch anmachen könntest, da jetzt noch ein Mitspiel dazu, also fast dafür. Achso, den Mitte. Kann ich gerne anmachen, aber ich glaube nicht, dass der mir hilft, ehrlich gesagt. Ich benutze, glaube ich, nur den oben. Da überlege ich allerdings, ob ich den vielleicht ein bisschen runterziehen sollte, damit ich ihn besser sehen kann, ohne wirklich nach oben zu gucken. Würde ich nicht machen. Würdest du nicht machen? Okay. Ich habe den sogar auf den rechten Monitor gelegt. Ist die Strecke ja nicht mal richtig, wenn du den runterziehst? Ja. Weil es gibt Strecken, da fährst du bergauf, bergunter, da siehst du, wenn du in den Tal reinfährst, da siehst du dann gar nichts mehr. Okay. Oder? Alter, was ist denn mit dieser Kurve los? Da flippe ich aus. Ja. Vielleicht machst du den Platz gut. Wenigstens hat uns Pierre Boinet nicht mehr gekriegt. Der hat sich anscheinend noch ein paar Mal gedreht. Hast den 16. Platz quasi gefestigt. Großartig. Hey, man muss es auch optimistisch sehen. Ich will Kuchen. Hätte schlimmer kommen können. Ausrufezeichen Käsekuchen, bitte.
Ist Michael ein Pro? Im Chat wird gefragt, ob du ein Pro bist. Willst du das selber beantworten? Nein, bin ich nicht. Aber ein ambitionierter Anfänger bin ich. Es lohnt sich also dabei zu bleiben. Wenn ich mal klug scheiß darf, du verdienst doch jetzt Geld damit, also bist du ein Pro. So kann man es natürlich gerne sehen. Ein Streaming-Pro. Naja. Ein Pro-Anfänger, sagen wir es doch so. V15, okay, it's over. Okay, it's over. Aber noch eine Position gut gemacht. Ich war die ganze Zeit P6, 16. Es kann nicht auch so nachher liegen. Fahr immer zu Ende. War gut, häufig noch Platz gut machen. Und dann das Safety Rating ist ja entscheidend, wie viel du im Kurven gefahren bist. Ja? Ja. Nie zu zeitig aufgeben. So, jetzt wollen wir aber nochmal gucken hier in Lap 2, was da beim Start genau abging. Na, wer war schuld? Wie gucken wir das am besten an? Erst nochmal bei mir. Hier ein super Starter. Hatte ich gedacht, ob ich links vorbeigehe, habe ich aber gedacht, nee, nachher drehst du dich links raus, lass einfach. Bin also rechts gegangen. Denke ich, war die richtige Entscheidung. Dann drehen sich halt alle. Ich komme eigentlich gut vorbei, und aber links verliert er die Kontrolle. Das war ja zumindest... Wenn der dich nicht erwischt hätte, wäre das super safe gewesen. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Stopp mal an der Stelle, wo er dich erwischt, und geh mal außerhalb von der Kamera. Mhm. Chase oder irgend sowas. Oh Gott. Nee, das ist nicht die richtige Kamera. Ich habe ein Delay drinnen im Moment. Was ist denn? Scenic? Nee. TV vielleicht? Ja, ja, lass die Kamera mal und drück mal Steuerung F12. Nee. Mach ich. Okay, jetzt habe ich Camera Edit. Ach du liebes Genau, bisschen. Und jetzt kannst du mit A, S, W, D die Kamera drehen. Das ist aber nur, wenn du das nicht speicherst, ist das nur einmal, dann ist beim nächsten Start, da ist das wieder auf Standard. Okay. ASWD. WASD. Da bin ich auch gerade. Cool. Ja, gerne. Mein Gehirn hat nur kurz gebraucht. Ich dachte, so. Das ist eine interessante Tastenbelegung. Hier sehen wir in der TV-Analyse, was den deutschen Fahrer rausgerissen hat. Es geht dann ja später um diesen Herrn, denke ich mal, der oder der hier, einer von den beiden, wird sich gleich noch drehen und dann mich hier wegkegeln, während ich an ihm noch vorbeikomme vorher. Wobei, ah ja, da, also, ich meine, was soll ich in dem Moment machen? Da kann ich höchstens noch anhalten, wenn ich es sehe. Nee. Aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Keine Chance. Kann ich nach rechts ausweichen oder vielleicht jetzt nach links noch? Jetzt, wenn du jetzt mal in deine Perspektive reingehen würdest, du siehst ihn ja jetzt noch gar nicht. Du siehst ihn ja eigentlich erst, wenn er dir wirklich reinknallt. Du hättest nach links aus dem Fenster gucken können, aber das wäre auch doof. Naja, ich muss ehrlich gestehen, wenn ich... Keine gewinnbringende Strategie. Ihr könnt das so sehen, ich sehe ihn schon. So ist es nicht. Auf deinem linken Monitor. Ja. Ja. Achso, da. Der kann es nichts mehr machen. Aber jetzt überleg mal, über was für einen Zeitraum reden wir. Also wann hättest du, wie viele Millisekunden gehst du jetzt zurück, bis du ihn nicht siehst? Also wie hoch war deine Reaktionsmöglichkeit? Gucken wir mal. Ich kann in Frames zurückgehen. Ich sehe ihn schon die ganze Zeit. Dann Sekunden. Aber ich sehe halt nicht, dass er wirklich die Kontrolle verlieren wird. Und vorher ist halt der Grüne, und auf den habe ich mich jetzt, ja konzentriert, der Grün-Blaue. Warte. Naja, jetzt, ja, genau. Alles, was quasi nicht mehr gerade nach vorne fährt, kannst du schon als entgegenkommenden Gegner oder Hindernis dann irgendwann sehen. Und jetzt fängt er Moment, an zu drehen links. Genau. Ja. Genau, jetzt ist der Moment, wo du hättest realisieren können, was passiert. Aber nein, selbst das in dem so Moment. Aber der kann nichts mehr machen. Nee. Ja. Wäre Micha nach rechts gefahren, hätte er ihn trotzdem erwischt. Ja, genau. Ja, keine Chance. Das ist halt die Sache. Rechts hätte ich wäre intuitiv eher nach rechts gefahren, weil ich gefühlt ihn eher abgeschossen hätte, wenn ich jetzt nach links in diesem Moment fahre. Moment, Michael, du weißt aber nicht, wie weit er nach rechts bei dir auf die Bahn kommt. Der hätte nämlich zum Beispiel auch, wenn er die Bremse komplett zuklotzt, kommt er dann irgendwann zum Stehen. Aber wenn der zum Beispiel jetzt gegengelenkt hätte, links, hätte er vielleicht noch das Fahrzeug einfangen können, wer weiß, wäre vielleicht nicht so stark in deine Richtung reingekommen. Du siehst ja auch, er hat schon eingeschlagen, siehst du das? Beim Reifen. Du siehst es, er hat eingeschlagen.
Aber das ist trotzdem so, dass wenn der minimal stärker bremst, weniger bremst, der hängt bei dir komplett. Ja. Der hängt komplett bei dir drin. Da kannst du nichts machen. Du hättest auch vielleicht einen Tick weiter rechts fahren können, aber dann wärst du über den Acker wieder, sage ich mal, rausgefahren und hättest dann vielleicht auch wieder einen Punkt bekommen. Aber da kannst du einfach nichts machen. Gucken wir uns das Ganze mal aus seiner Sicht an. Und der erwischt dich noch hinten links. Mal, guck, eine Sache auch, die vielleicht wichtig ist. Ja. Dass er denkt auch vor allen Dingen, hey, ich komme gut weg, ich habe ein gutes Rennen eigentlich bis dahin, ich könnte hier ganz vorne mitfahren. Das ist ja auch immer noch was, relativ aggressiv dann. Ja, weil der sich halt einfach... Ah, er wird aber auch gekickt. Gebremst, er wird gekickt. Ja, und, ja gut. Boah, das war so richtig, sorry, so sinnlos. Ja, der hat dich voll erwischt. Follower. Danke für den Follow, Sergeant Hanfan. Hanfan. Han Solo Fan, keine Ahnung. Also, was kickt ihn denn? Ausgelöst hat es der Rote hier, der sich da komplett wegdreht, lieber Lachai. Der hat es komplett ausgelöst. Ja, das stimmt. Der ist mit viel zu viel Speed ja auch an ihm hier vorbeigeprescht. Der hat sich verbrennt. Wer ist das? Der hat den blauen hinten rechts erwischt. Ne? Ja. Ja, der hat den hinten rechts erwischt, dadurch hat der sich angefangen zu drehen. Ja, genau. Pass auf, zack, da. Und der. Das ist so ein Chaos, ey. Ja, aber das, zack, und der hat dich voll erwischt. Also unten. Das ist ein bisschen hier wie Domino Day. Ja, ich will gerade nochmal gucken, vielleicht nochmal von weiter hinten. Wer ist das jetzt? Hier, vielleicht dieser hier, Pierre Boinet später. Nee, das ist ein blauer, ist das. Der hat glaube ich, komplett blau. Die Motorhaube ist rot. Alt F12 war das für Camera Edit weg? Nee. Steuerung F12 jetzt wieder drücken, dann geht's weg. Ja. So, der dreht sich weg. Haut den anderen weg, weil irgendjemand haut ja noch den um. Ja, das ist nämlich der hier. Der Boinet, der später dann auch hinter mir gewesen ist, der haut nämlich ihn hier jetzt nach rechts in mich rein. Aber der konnte auch nicht weg. Gefühlt. Also es sei denn, es hätten alle angehalten. Nee, die Aktion von dem einen Typen ist halt einfach komplett unnötig, weil er aus der Position halt, genau, er genau, kann nichts machen an der Stelle. Das ist einfach der Unvorsichtigkeit. Da bin ich durchs Bild geflogen. Zwischen blau und rot rein und dadurch hat keiner mehr eine Chance gehabt auszuweichen, inklusive dir am Ende. Ja, und das ist halt einfach unsportlich. Und dann ist doch noch random, was da überbleibt. Ja. Was mir natürlich auch nicht gefallen hat, das könnte man gerade noch, wenn ihr die Geduld habt mit mir, da bin ich gewesen. Halt, stopp. Ich bin scheiße auf die Strecke danach zurückgefahren. Wie hätte ich besser auf die Strecke zurückgekonnt? Wieso? Du hast doch auf jeden Fall gewartet und gebremst. Ja, es war sehr fair, das ist klar. Aber ich war halt auch super langsam. So, jetzt werde ich dumms und dann stehe ich. Was mache ich jetzt? Wie fahre ich? Um da jetzt schnell auf die Strecke zu kommen. Du musst erstmal warten, dass die ganzen... Genau. Du musst gucken, dass du keinen Impact hast, also keinen Unfall verursachst, wenn du auf die Straße... Okay, dann machen wir es anders. Ich lass mal laufen und ihr sagt, ob ich alles richtig gemacht habe. Dafür kannst du auch bestraft werden. Unsafe Rejoin kriegst du, wenn du das so oft machst, irgendwann von iRacing, wenn das reportet wird, eine Strafe. Okay. Genau. Für eine Woche oder so. Willst du anders auf die Strecke kommen? Das Ding hat halt einen Wendekreis vor einem, wie ein LKW. Ja, aber das, was jetzt gerade angesprochen wird, ist quasi, du darfst keine anderen Fahrer beim Einfahren ins Rennen quasi gefährden. Und das macht ja der Michael nicht. Wenn jetzt zum Beispiel der Michael abrupt oder aggressiv ins Rennen reinfährt, dass er zum Beispiel in Kauf nimmt, dass andere Fahrzeuge in ihn reinfahren oder dass er abdrängt, dann ist das grob unsportlich. Und was er gemacht hat, er hat gewartet, bis alle an ihm vorbeigefahren sind. Und dann musst du natürlich entsprechend entweder langsam oder schnell starten. Aber das ist absolut safe, was du machst, Michael. Da kann dir keiner was. Genau. Also am besten wirklich da auf den Relative-Bot gucken und sie gucken, wie viel Abstand nach hinten ist. Das sieht man ja. Also bei so 2-3 Sekunden kann man durchaus schon noch rausfahren. Außerdem, Michael, du musst überlegen, du standest, sag ich mal, senkrecht zur Fahrbahn. Fast senkrecht. Du hättest gar nicht anders einfahren können. Wenn du zum Beispiel jetzt ein bisschen schräg stehst oder ein bisschen diagonal, wie auch immer, dann kannst du natürlich ganz anders einfahren. Wenn du noch einen Tick, sage ich mal, spitzer in Richtung entgegengesetzter Fahrbahn gestanden hättest, dann wäre das natürlich noch ein größerer Wendekreis für dich gewesen. Dann hättest du vielleicht auch zurücksetzen können. Aber so finde ich das absolut in Ordnung, was du gemacht hast. Das ist natürlich schlecht. Der Unfall ist passiert, ja,
hatte ich weggerissen, rausgerissen. Aber was passiert beim Racing? Naja, sagen wir es mal so. Hast du dir die Beschädigung schon angeschaut am Auto? Die Frage ist ja berechtigt. Hintere linke Achse. Ja, wo steht das? Voll erwischt hinten links. Genau, wie es gerochen hat, ja. Nee, jetzt mal ernsthaft, wo stand das? Hat man gesehen. Ach so, schon gesehen, okay. Replay. Okay. Hatte ich voll hinten rechts, habe ich. Also Safety Rating ist harmlos ausgegangen, finde ich, dafür, dass ich 10 Punkte hatte. Minus 0,07. Ne, die Strecke hat ja relativ viel Kurven, das hatte ich ein bisschen gerettet. Okay. I-Rating ist natürlich bitter. Minus 63, ja. Naja. Ich guck mal, welchen Split war. Was sagt Tim denn dazu? Nach was hört sich das an, Tim? Bitte schick mich ins Bett, Tim. Tim! Aber er schnarcht nicht, deswegen gehe ich trotzdem ins Bett. So, ich hör da was knattern im Hintergrund. Ich nicht. So. Du warst. Nein, Mikro ist aus. Der reagiert nicht. Du warst 5 Split von 8. Also so Mittelfeld. Ja. So, morgen mache ich hier Infinity an. Dann ist Forza Horizon ab. Was habe ich geschrieben? 19 Uhr, 18 Uhr, 17.30 Uhr, keine Ahnung. Irgendwann am Abend kommt dazu und danach wird noch ein bisschen Among Us gespielt und danach werde ich bestimmt auch noch eine Runde iRacing fahren. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Nachtruhe. Kommt gut durch die Nacht, schlaft gut, träumt schön. Vielen Dank an alle Mitstreiter im Voice-Chat. Ihr habt mir den Abend wie immer sehr versüßt. Vielen Dank auch für den Support wieder, Bobby. Großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, bis morgen. Ärgert dich jetzt wegen dem Rennen? Ich ärgere mich überhaupt nicht. Ist okay. Ich hatte davor großartige Rennen und ich habe heute einen ersten Platz gemacht. Alles super. Alles klar. Alles gut. Dann dir auf jeden Fall noch eine gute Nacht. Guten Abend zusammen.